Damen und Herren, zum äh, Plankenschlag Nummer 40 mit. Oh, ich hoffe, ich drücke die richtige Szene. Oh Gott, nee, das war die falsche. Das ist die falsche. Hier ist es richtig. Hallo. Hi. Okay. <laughs> das funktioniert jedes Mal sehr gut. Okay. Hi. Hi. Uh, hallo. Na? Wortkarg? Nö. Okay. Du hattest die falsche Szene drin. Nee, jetzt ist richtig. <laughs> hi! Einen hm. wunderschönen Sonntagabend. Hallo. Hallo! Hallöchen. Die Hallöchen. Camps sind falsch? Wieso? Oh nein, ihr habt schon wieder getauscht, ihr Lümmels. Was? Hi. Hey. Oh, ah. Caor ist jetzt Slappy und Slappy hey, ist jetzt nee, ist Hi! Ach. So war das. Ja, es, wow. sind sehr viele, es sind sehr viele S. Ja, ich war gerade sehr Es sind sehr viele S, S Moment. Wow, wow, Slappy. Ich wusste ja gar nicht, dass du so weiblich bist, Mensch. Hui. <laughs> das kam aber gut rüber gerade. Muss ich, muss, Chat? Äh, Chat, das kam gut rüber, oder? Was Slappy Slappy war doch perfekt in, in seinem Element, oder? Perfekt. Nun, äh, wir haben heute zu Gast die liebe Scizor oder auch äh, darf man deinen Vornamen sagen? Ja klar. Oder auch Therese, wie ich gerne sage. Ich spreche sie nicht gerne so mit Sisso an. Sisso, erzähl doch mal. Wow, sage ich doch Sisso. <laughs> erzähl wow. doch mal einen Schlag aus der Jugend. Was machst du hier? Was willst du hier? Wo kommst du her? Und was machst du eigentlich generell so? Also, ich habe mir gedacht, ich studiere, das mache ich generell. Ähm, streamen mache ich auch noch so. Das eine oder andere Mal. Und äh, hier bin ich. Weil ich ganz, ganz lieb gefragt wurde von einem von euch, dem blondesten <laughs> hier unter uns. Und ähm, ja. <laughs> Gibt es da noch viel mehr zu sagen? Ich weiß es nicht. <laughs> ich komme aus Bayern. Das hört man gar nicht. das ah, meinst gerade du. Das ist äh, Wahnsinn. Also, äh, <laughs> wo, bist du geboren in Bayern? Ich bin geboren in Bayern, ja. Geboren und aufgewachsen. Sprichst du jetzt nur für den Stream akzentfrei oder bist du generell sehr akzentfrei? Ich bin generell sehr akzentfrei. Okay, weil du das nicht magst, oder? Ich habe drei Jahre in Niedersachsen gewohnt. Da wurde ich für meine Brotzeitdose ausgelacht. Mir wurde erklärt, das heißt <laughs> Brotdose. Und die Kirche ist die Kirche. Und durch ist durch. Durch. Entschuldigung <laughs> <laughs> <Ja>, mal. <manchmal. lacht> Sowas machen wir natürlich nicht. Also, wenn du dich einfach gehen lassen möchtest und in deinem wunderschönen Akzent reden möchtest, tu das. Ja, Nein, nie. Das ist ja. Am Schluss gewöhne ich mir das wieder an. Das, nee, 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 nee. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Also, ich würde das prinzipiell ja sehr schön finden. Nein, ich glaube nicht, dass du dich schön finden darfst. Du weißt nicht, ob es mir nur versteckst. Alles. Äh. Ich verstehe dich. Alles. Ja, Ey, ja. ich würd, ja. Versteht mich? Euer Ernst? Na, ich wow. bin geboren in Bayern, also ja, es gut. wäre traurig, wenn ich es ja. nie verstehen würde. Ja. Du, das stimmt. <laughs> also, meine Stefan versteht nicht alles. Ja, Freil. 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 Das können wir. Oh, das muss ich übernehmen, das brauche ich. Freil. Freil Mei, Ja, Freil. Gut, das läuft schon. Wir, wir machen heute Aufbau kurz in äh, Bayerisch. Ja, das ist gut, ne? Schön. Und sonst, Cesar, so, was hast du denn so getrieben die letzten zwei Wochen? Was mal, was, letzten ja, was spielst Wochen? du denn eigentlich so in deinem Stream? Was machst du oh, da? Das ist, da, bin ich, da bin ich richtig abwechslungsreich. Im Moment League of Legends, so wie <laughs> die letzten drei Jahre auch schon. Oh. Diese Abwechslung, wow. ja, 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 Gerade schlage ich mich so ein bisschen mit Outlast rum. Und ja, manchmal auch noch ein bisschen Players anderen Battleground. Davor so ein bisschen H1. Immer ja. Mal, immer mal so, Aber oder? Vereinzelt, vereinzelt. Aber meistens ist echt League. Also, das ist schon sehr dominant bei mir. Midlane. Oh Support. ja. Midlane ja. und so. Du bist einfach, du kennst du kennst ich. die weiblichen, weiblichen ja. Spieler. Du kennst sie alle. League of, League of Leggings ist mein Lieblingsspiel. <laughs> dein Lieblingsspiel. Und was ist da so dein. Keine dein, ah, Ahnung. Wie sagt man Main Champion? Ja, so sagt man tatsächlich. Ähm, Im Moment bin ich ein, ein, ein sehr großer Fan von Brent der kann alles niederbrennen mit foy voll. Okay. Fällt mir. Als Supporter im Midlane. Äh, beides, sowohl oh. als auch. Der ist ja, der ist ja einsetzbar auf beiden Lanes. Ja. Machen wir so. Machst du. Richtig. Und wo bist du Gold, Silber, Platin, Diamant Platin vielleicht? bin ich. Platin, Na, da, da will ich hin. Da soll's hingehen. <laughs> Aber äh, ist noch nicht so drin. Da legst ihn nieder du. <laughs> mein lieber Mann. Gut. Die Frau hat was drauf. Slabby, Sali, wie war es bei euch so? es ist das, Bei mir was schnieke. Ich habe äh, ein paar sehr schöne Spiele gespielt. Bis auf die Tatsache, dass ich nicht so viel gestreamt habe die letzte Woche, weil ich sehr viel Stress in der Arbeit hatte. Aber davon mal ganz abgesehen, kennt ihr das, wenn man sich nicht so auf den Stream konzentrieren kann, das nervt. Ähm, nee. Aber ich habe. Äh, nee, nee, du nicht. Aber ich. <laughs> ähm. Hat ne genervt, aber ich habe trotzdem schöne Spiele gespielt. Also, dieses, dieses ähm, Little Nightmares hat mich echt äh, wahnsinnig überzeugt. Und ähm, aktuell zocke ich äh, Hollow Knight. Das ist auch ein sehr, sehr schönes, äh, ein ganz schöner Plattformer, Jump'n'Run-Gedöns. Klasse Spiel. Fällt mir gut. Was ist denn dieses Little Nightmares? Davon habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gehört und Sally äh, spielt das ja auch. Was ist das denn? Sally. Ja, was ist das? Was ist Little Nightmares? Little Nightmares ist eine, un, eine, eine sehr kompakt, äh, kompakte Story. Ähm, geht nicht so lange das Spiel. Also ich habe ungefähr vier Stunden oder viereinhalb Stunden gespielt und muss man, man. darf eigentlich gar nichts verraten, weil man muss es spielen, um um die Geschichte zu erfahren. Es ist ähm, die Musik. Es ist sehr atmosphärisch. Es hat eine ganz ganz tolle ähm, Sounduntermalung. Und es, es ist ein großartiges Spiel, muss ich jetzt wirklich zugeben. Also ich habe diese viereinhalb Stunden, ich glaube zweimal in den Chat geschaut. Ich war ja, ich war verzaubert in das Spiel. Aber ich mag das, dass das alles so ein bisschen düster aussieht und so. Das <laughs> ist ja eigentlich ähm, absolut meins. Ich fand es großartig, hat mir sehr gut gefallen. Habe ich äh, diese Woche, ja, die Woche gespielt. Die Woche davor habe ich nur gehäkelt. Ich bin gerade sehr äh, kreativ und habe da Spaß dran. Ja. Ich es reizt sich ein. Ich wollte es vergleichen. Es reizt sich ein so in diese Spiele wie ähm, Inside und Limbo. Limbo, ja. Genau. Inside habe ich selber nicht gespielt, aber das es ist so, du. es ist so Kunst. Nein, ich würde es gar nicht Kunst nennen. Es ist. Äh, man sollte es erlebt haben. Ich finde, das lohnt sich. Und am Freitag habe ich mit Prey angefangen. Okay. Und wie ist das so? Ja, das ist ganz toll. Finden andere. Ich weiß nicht. Ich komme noch nicht so richtig in Es fühlt sich momentan nach vier Stunden, dreieinhalb, vier Stunden, fühlt sich es immer noch an wie das Tutorial und ja. Das ist nicht so. Weiß nicht. Mich hat es mich hat's noch nicht so gepackt. Noch nicht so. Es waren so ein paar Dinge, wo ich so sage, wow. Ja, aber das ist jetzt, das hat, das war am Anfang und jetzt ist es so, hm, okay, ich auf meine Rohrzange, weiß nicht. Mal gucken. Ich habe ah, hab auch noch keine Fähigkeiten. Da gibt es zigtausend Zeug. Ich bin aber jetzt schon so lange dran und habe immer noch keine Fähigkeiten. Ich weiß nicht. Also entweder, ich komme zwar voran, aber das kommt halt nicht so. Ich, ich guck's mir am Montag wahrscheinlich noch mal an. Okay. Vielleicht ist es ja noch ganz großartig. Die Story ist Sicher spannend. Also, bis ich. jetzt, das, ja, das ist das Einzige, was mich eigentlich interessiert, wie es weitergeht. Der Weg dahin, der zieht sich nur gerade für mich so ein bisschen. So, hm, könnte ich das nicht ein bisschen kompakter serviert bekommen? Hm. Mal sehen. Ist gerade noch nicht so ganz mein äh, Favorit. Ich habe das auch Und. noch nicht angefasst. Ich Und du? auch nicht. Und äh. du, was hast du so gemacht die letzten Tage? Das ist eine gute Frage. Äh, was habe ich die letzten zwei Wochen? Ich habe keine Ahnung. Ich, achso, doch. Ich war in, äh, in der Schweiz bei Sali und bei Hör. Oh Gott, das war ja auch in diesen zwei Wochen. Was ja, in ja. diesen zwei Wochen alles passiert ist. Hm. Wir waren ja. bei dir und was, was haben wir denn gespielt? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, City Skylines habe ich gespielt. Und dann habe ich äh, mich neu verliebt. Ähm, in GTA Roleplay. Es ist in der Tat eine, eine sehr erquickende ähm, Sache, die gerade in meinem Stream passiert und äh, das haben wir glaube ich die letzten vier Tage gespielt. Ansonsten habe ich viel gebastelt für den äh, für Blackbeard V2. Also ich war auch kreativ äh, und gleichzeitig witzig. Ansonsten habe ich nicht großartig was gemacht. Also wirklich an mir geht ähm, an mir geht jetzt gerade alles vorbei. An mir geht gerade alles vorbei, irgendwie. Ich bin, ich lebe gerade mein Leben als Sigilentes. Das ist mein, mein Charakter in GDA. Ja. Aber trotzdem habe ich auch so die Sachen mitbekommen, die über die wir ja heute reden wollen, nicht? Ähm, ich weiß nicht. Äh, da ist ja so ein, so ein ominöser Artikel erschienen im, im Internet, bei der Welt, habe ich gehört. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie habt ihr den denn aufgenommen, äh, diesen Artikel? Tja. Also, ich schade, fand ihn, Schade, dass es äh, ne, Lunakia getroffen hat. Das genau. hätte, hätte jetzt nicht sein müssen. Also, ähm, ja. ich finde das toll, dass sie sich da, dass sie allgemein das jetzt sich nicht äh, so stark äh, zu Herzen nimmt. Ne? Aber wie willst du auch anders mit dieser Situation? Doch, man könnte sich auch anders mit dieser Situation umgehen. Ähm, ich finde, der war schon wertend. Was, was ein Artikel in, in dieser Hinsicht nicht sein sollte. Und ähm, hat sich, ähm, wie war mein Wort? Hat sich etwas. Ähm, mir fällt das Wort nicht ein. Er war so. Na? Abwertend. Abwertend, genau, das war das. Er, er war an einigen Stellen sehr abwertend, wo man, wo ich mir gar nicht sicher war, ob das gegen die Twitch-Gemeinde. So im Allgemeinen gegen das Stream oder eben gegen Lunakia persönlich gegangen ist, ich fand das äh, nicht so schön. Wenigstens haben sie innerhalb der ersten äh, ein paar Stunden den, 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 äh, die Überschrift geä äh, geändert, weil ich glaube, die war am Anfang. Äh, also. Es ist aber schon den Besten passiert. Dass man äh, jemanden nach Hause einlädt und, und ihm die Möglichkeit gibt, hinter die Kulissen zu schauen ne? und dann sind halt Redakteure, die, die ziehen da ihre eigenen Schlüssen raus. Also das ist selbst einem Gronk ist das schon passiert, dass die Leute dann geschrieben haben, so wie, wie man es eben nicht abgesegnet hat. Und ich glaube nicht, dass Lunakia ja vorher das lesen durfte. Und ähm, ja. Ich finde, ähm, wie soll ich das beschreiben? Das ist ja bei bei PewDiePie ist das ja auch schon passiert, dass dort mhm. die äh, das Wall Street Journal Journal glaube ich auch mit äh, reingegangen ist und hart geschossen hat. Ja. Ich glaube und, und das habe ich so das Gefühl, dass die äh, die sage ich mal die alten Medien ohne jetzt äh, wirklich jemanden per se anzugreifen, dass die alten Medien glaube ich merken, dass sie irgendeinen Zug leider verpasst haben und sich äh, mittels solcher Artikel versuchen nochmal ins Rampenlicht zu bringen. Äh, das Problem bei der ganzen Sache, was ich halt einfach sehe, ist, dass äh, nicht mal dass das so in schlechte Licht ge gerückt wird, denn dieser Artikel ist in meinen Augen von, von wirklich von der ersten Zeile bis in die letzte Zeile absoluter Schund. Und das merkst du in, in jeder Ausführung, plus dass da drinnen auch Rechtschreibfehler drin sind. Und das sage ich als äh, der kein Deutsch kann. Ähm, <laughs> und das war ganz, das war ganz, ganz peinlich. Also, ich ja. sag mal für die für die Welt an, an sich. Ist das ein sehr, sehr peinlicher Auftritt gewesen. Aber Negativ-Publicity ist auch Publicity. Und äh, ich glaube, in. Ja, wie viele Leute haben das Ding jetzt geklickt? Genug, wahrscheinlich. Naja, das Von, Ding ist aber, dass das, ähm, das hat auch Stefan gesagt, die, die Welt, das sind eigentlich Leser, die einfach jetzt nicht so in, in, in unserem drin sind. Und es ist schade. Dass das halt so, das war wieder mal eine Möglichkeit, Twitch und eben das Streamen so ein bisschen auch den, den Älteren und so näher zu bringen, Leute, die eben sonst nichts mit, mit YouTube, mit, mit Streaming und so zu tun haben. Und, und da hat halt der Redakteur auf ganzer Linie versagt. Das Ganze einiger äh, äh, komplett versagt. Komplett versagt. Liesien Müller, die äh, am, am, was sagt mein Mann, die am Küchentisch äh, am, am, am Wochenende sitzt, ne, mit ihren 60 oder 70 und da ihren Kaffee schlürft mit ihrem Mann, die lesen sich das jetzt durch und sagen sich, ja, siehste, siehste, alle Frauen, die zu Hause da irgendwie vor der Webcam sitzen, alles Camgirls. Das ist so schade. Ja, ja ist total schade. schade. Ja. Für mich macht es ja. ein bisschen frustriert, ne? Das klang so ein bisschen, als wäre der, der Redakteur so ein bisschen frustriert gewesen. Wäre. Ja. Also, es war schon sehr. Ich habe, nee, glaube ich, also nicht bezogen auf, auf das jetzt, äh, dass, dass sie da irgendeinen Zug mitnehmen wollen, das weiß ich mir noch nie, keine Ahnung. Äh, aber prinzipiell, ich habe ich hab das Gefühl, ab und zu, und, und das widerspiegelt dieser diese Artikel, spiegelt das wieder, dass Leute äh, für, diesen, für diesen Zweig oder diese Medien einfach. Weiß ich nicht. Wie soll ich sagen? Ich empfinde das als Missgunst, denn so wie das geschrieben ist, ist das Missgunst einfach. Ja. Das ist, äh, ja. es ist negativ behaftet. Ähm, ich, also da ist nichts. Ist da überhaupt irgendwas Positives drin? Nee. also ich, ich muss kann mich nicht am dran Anfang erinnern. Anfang schmunzeln, das fand ich äh, sehr. Das, fand, das war aber der einzige, wo, wo er gesagt hat, wenn er in das Zimmer reinkommt, ist es so, als wenn ein Stück Japan explodiert worden ist, ne? Weil Lunakia ist ja. ja. Ähm, sehr, sehr affin, was Japan angeht, das gefällt dir ja sehr, sie war ja da gerade. Und das war das einzige Mal, wo ich so ganz kurz schmunzeln musste. So, ach guck mal, ja, das hat er ja nett umschrieben. Ne? Wenn du bei mir sagst, bei mir kommst du rein und denkst, du bist bei der Adams Family zu Hause. Und, und das fand ich sympathisch. Und das dann, das war alles. Und danach ging das nur noch so. Oh nein. Oh nö, oder? Also es war, nö. Nee, nee, das war. Mm. Ich fand's. Schade, dass in dem Fall eben Lilly erhalten musste und auch nur Lilly. Weil bei ja. gutem Journalismus machst du dir erst ein Bild vom, also ein Gesamtbild. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, er hat sich ein Gesamtbild gemacht, aber weil er eben nur Lilly hatte, über die er schreiben konnte, weil nur sie. Quasi ihn eingeladen hat oder er bei ihr vorbeikommen durfte und sie interviewen durfte, ist es so ein bisschen, klang, klang es halt in diesem Artikel so ein bisschen, als wäre es eben nur bei Lilly so gewesen. Trotzdem fand ich, ähm, alles, was danach kam, nachdem dieser Artikel geschrieben worden ist und dieser ganze Shitstorm, der an diesem einen Tag dann passiert ist, ich fand den ähm, auch ein bisschen. Es war sehr aufgeheizt. Ja. Also ich, ich habe mit Absicht nichts geschrieben zu diesen ganzen Sachen, die geschrieben worden sind, weil ich gewusst habe, weißt, wenn, wenn du nur, nur, nur ein falsches Wort reinschreibst, kommst du da gleich mit in den Teufel. Das ist eben, das habe ich vorhin mit Sissor ganz kurz besprochen. Die Leute sie sehen es erst gerne brennen. Ne? Ja. Und wenn da welche stehen und sagen, ja, yeah, es brennt, es brennt, das gefällt halt den Leuten. Und es sind immer mehr, die halt rufen, ja, yeah, brennt es nieder, als die, die sagen, hey, hol mal Wasser. Das ist, ähm, das ist leider so. Und äh, ich habe mich in dem Moment erst gar nicht so, nee, nee, ne? Ähm, ich schau mir das, das erstmal von außen an. Also es mag sein, dass der Autor ein bisschen, ich weiß nicht, nicht versteht, was hier abgeht und vielleicht nicht so das vernünftige Bild bekommen hat, was wir so in unserer Filterbubble hier auf Twitch machen. Und dann nehme ich Lili auch mit rein und uns alle und so. Aber sagen wir, du bist ein Mann, nicht ein Redakteur, der eigentlich seinen Job besser machen sollte, sondern sagen wir, du bist einfach ein stinknormaler Mensch über 50, der noch nie wirklich viel mit dem Internet zu tun hatte, jetzt gezwungen ist, durch seine Arbeit mit dem Internet zu arbeiten. Und du gehst auf twitch.tv und klickst dich da mal so durch. Ja. Ist dieser Artikel wirklich so fremd ja. von dem, was du mein, da. Also, mein Papa ist äh, weit bekommst. über dem und er hat sich auch schon hier durchgeklickt und das ist schon anders. Naja, aber der wurde ja von, durch dich durchgeleitet, oder nicht? Nö. Der musste schon, ich habe gesagt, ich bin da auf der Plattform und dann, äh, weißt du, wenn die Leute das erste Mal damit Kontakt haben, der war sicher auf anderen Sachen auch. Kind, was machst du da? Papa, ich spiele. Und da gucken dir die Leute bald zu. Ja, mit denen kann ich das dann teilen. Oh, das ist aber schön, Kind. Ne? Das ist und meine Eltern sind keine treudofen, Also von dem her, ne? Aber das, das kam gar nicht so der Gedanke, dass, dass dieses Wirken und es gibt immer die Mädels, die halt ein bisschen mehr zeigen und, und das gibt es überall, das gibt es als, als Kellnerinnen, gibt es die, die ein bisschen züchtiger angezogen sind und die, die für Trinkgeld halt ein bisschen mehr zeigen und das wird es immer geben und die gibt es hier auf dieser Plattform auch, aber äh, da hat mein Papa jetzt nicht gleich gedacht, äh, hier ist, oh, holy moly, <laughs> wo ist denn hier der Einwurfschlitz, ne? Geht ja noch der Vorhang auf und zu? <laughs> das, das ist halt, nein, aber wenn du so einen Artikel liest und jetzt noch nicht hier auf der Seite warst, dann denkst du das. Also ich, also ich meine, du guckst in das Zimmer, ja, aber ich glaube, das ist nachher auch fast so das Einzige, was da im Endeffekt halbwegs richtig ist, wenn man das so sagen kann. Also es liest sich halt schon sehr... Ja. Mir, mir, geht's, mir geht's aber nicht unbedingt um Lillys Zimmer. Oder nee, nee, das, nein, was nein, nein, Lilli es geht per se um, ich meine, du wir alle sitzen bei uns im Zimmer, außer bei dir, da gucken sie auf eine grüne Wand. Und äh, im, im Endeffekt ist das schon richtig, dass wir die Leute in, in unser Zimmer holen, aber ich sag mal, es geht bei weitem nicht so verrucht zu, wie es beschrieben wurde. Ähm, also also ganz ehrlich, äh, dann, dann sind wir ja, äh, ich sag das ja auch immer, wir sind ja die Leute, die an der Stange tanzen. Und ich mache ja auch meine, meine Witze darüber und ich stelle das auch sehr überspitzt dar. Aber das kannst du doch nicht so in, in dieser Form, kannst du das nicht schreiben, bin ich der Meinung. Gerade weil Darf ich es darf ich von aus einer anderen Perspektive anfangen? Ja, bitte. Wenn Ich war an dem Tag arbeiten den ganzen Tag und habe nur eigentlich im Prinzip die ganze Zeit alles von Twitter mitbekommen. Ich habe den Artikel dann schnell überflogen und der hat mich dann auch nicht interessiert, der hat mich nur hart getriggert und da wollte ich einfach nicht weiterlesen. Das war auch äh, vollkommen verständlich, aber ich habe die ganze Zeit bei Twitter gelesen, habe meine Späße gemacht und selber andere Späße gelesen, habe darüber gelacht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die sich da beschwert haben, irgendwie dieses Bild haben, als würden wir hier als Streamer sitzen und den großen Kulturbetrieb am Laufen halten. Als wären wir die ex extremste äh, Evolutionsstufe vom Fernsehen. <laughs> weißt du, was ich meine? Aber wenn, wenn wir uns doch mal kurz zurücknehmen und in den Spiegel gucken, sind wir so fernab ab vom Fernsehen? Natürlich nicht. Ja. Nein. Eben. Natürlich so würde ich es Artikel jetzt. auch schlimm finden. Also wirklich schlimmes. Der reduziert das Ganze so auf die Donations und auf dieses, dieses. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Denn äh, klar sind Donations ein Teil von diesem Stream-Gedöns, aber das dreht sich doch nicht alles um Donations. Und in seinem Artikel dreht sich das irgendwie ziemlich stark darum und dass man davon irgendwie so krass abhängig wäre. Und das, ja, also okay. da, was, was er dazu schreibt, das finde ich ziemlich störend. Was ich aber auch ziemlich unschön finde an der ganzen Sache, ist halt, dass man diese Medien normalerweise versuchen sollte zu verbinden, also Twitch, ja, das ist ja was ganz Neues mit diesen älteren Sachen wie, wie ja, redaktionelle Sachen, ja, ähm, das ist zwar jetzt schon online, aber auch Großeltern besitzen inzwischen ein Tablet und können da ihre Artikelchen lesen und anstatt zu gucken, dass man das vielleicht irgendwie noch mal so ein bisschen miteinander verbindet, ist das ja total abwertend und trennt die ganze Sache so ein bisschen. Also junge sagen, oh Gott, oh Gott, ja, Zeitung hat gar keine Ahnung, also weg davon und alte denken sich, oh Gott, oh Gott, Internet, Twitch Livestream, da bin ich komplett raus, finde ich ganz, ganz schlimm. No. Die Frage ist mich halt. Ich habe die ganze Sache ein bisschen halt nachdenklich gemacht, weil am Ende des Tages sind wir und da zähle ich mich mit rein, alles allesamt egoistisch unterwegs. So, wir arbeiten alle in die eigene Tasche, weil wir wachsen wollen. So, wir sind Unternehmen. Kleine, naja, am Ende vom Monat zahlt der halt kein... Zahl ich genau. dir nicht dein, dein Essen genau. im Ölschrank. Genau. Also, man ist Ja, selbstständig. doch schon, du hast ihn ja subscribed Naja, ah, stimmt. <laughs> dein, die hinterste Kirsche da, die, das ist meine. Ja. Ja? Genau. Nur damit du Bescheid weißt. Es ist halt, äh, ja. Und wir sollten, finde ich, mal überlegen, wie wir unser Programm vielleicht irgendwann einmal, nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht irgendwann mal dahin bringen, dass wir vielleicht auch ein bisschen... Äh, mehr für die Gesellschaft tun, als einfach nur ein bisschen den Kopf entdampfen zu lassen. Ja, das kannst Tag. du ja machen. Ja. ja. Wenn, wenn, du dich damit, wenn du dich damit wohlfühlst, dann, dann mach das doch. Aber dann, aber dann darf ich nicht auf Twitter rumlaufen mit dem erhobenen kleinen Finger und so tun, als wäre ich das schon. Was, als würden wir was zur Gesellschaft beitragen? Ja. Also, ich, ich habe die, hab die letzten paar Tage zwischen 500 und 1000 Leute äh, beschäftigt und habe was Gesellschaftliches beigetragen. Ich bezahle meine Steuern. Ich habe ein Unternehmen. Ich habe Angestellte. Was ist los? Ich rede nicht von dir persönlich. Ich rede vom, vom Allgemeinen. Aber N wir sind doch das Allgemeine. Wieso? Wir sind doch das Allgemeine. Jeder Einzelne. Ja, aber, aber, aber ein, ein, ein RTL-Dschungelcamp zahlt auch seine Steuern, seine Gewerbesteuer. Und trotzdem kommt da keiner auf die Idee, äh, dass das irgendwie großartig gesellschaftsfördernd ist, oder? Ja, aber du kannst ja jetzt nicht verlangen, dass jeder Stream auf einmal ne, hier jetzt die die ich weiß nicht was es ist ja kein Bildungs und selbst das bringen wir rüber. Also ja, wo willst du wo willst du denn da hingehen? Was machen wir denn nicht? Genau. Oh, also. Außer dass wir Trinkgelder kriegen wie jede wie jede ja. äh, Dame, die sich äh, die dich bedient oder her oder, hey, oder welche Dame her. auch immer an der an der Dings äh, rumtanzt an der Stange. Wenn ich die Antwort hätte, würde ich schon längst machen. Das sage ich ja nicht. Ich habe ja keine, keine Ideen jetzt, wie man plötzlich anfangen könnte, hier großartig Kulturbetrieb äh, zu machen. Klar, ich, mir macht es auch Spaß, jeden Tag hier zu sitzen, Videospiele zu zocken und mich mit den Leuten zu unterhalten. Das ist auch alles so, super gut. Aber ähm, mal vielleicht ein bisschen auf den Teppich kommen und vielleicht mal einen Gang runterschalten. Darum geht es mir. Warum sollen wir denn runterschalten? Also ich meine, du hast nicht draufgeschaltet. Ich gerade sagen, <laughs> Ihr habt doch gesehen, wie, wie Twitter gebrannt hat an dem Tag. Ja, das Der ist Twitter ja immer brennt so. oft, dass ja, es... Brennt jeden Tag. Ich glaube, du machst dir da... da ja, natürlich mache ich mir da zu viele Gedanken. Ich mache ja, mir du immer alles ein bisschen zu viele sehr Gedanken. viel äh, Gedanken, ja. weil... Ja. Es ist also, ich einfach... Ich kann, es kann ist am Ende von meinem Content, ich kann am Ende von dem Stream, mache ich aus und dann kann ich vom Spiegel stehen und sagen, ja, würde ich, äh, also zu 95 Prozent sage ich, ja, würde ich morgen genau wieder so machen. Bin ich zufrieden mit. Ob ich jetzt kreativ war im Stream oder ob ich mich äh, mit der Community fünf Stunden lang einfach nur unterhalten habe oder wir ein großartiges Spiel genießen konnten. Das ist, äh, das ist für mich Twitch. Das möchte ich hier. Ich möchte, dass andere Leute abschalten und, und mit mir Little Nightmares genießen. Und diese viereinhalb Stunden, wenn sie die Möglichkeit haben und diese viereinhalb Stunden mir dann auch noch schenken und das so miterleben können, ich finde das großartig. Also ich, äh, das ist genau das, was ich will. Ich, äh, das weitere möchte nicht geben das wir sein, was ich nicht bin? Und das bin ich. Ob ich. Und wenn ich mich drei Stunden lang über Horrorfilme unterhalte auf einmal mit der Community, das bin ich. Und, und äh, ich finde es schön, Gleichgesinnte zu finden, die eben genauso denken wie ich und, und mit denen ich das teilen kann. Und wer nicht gleichgesinnt ist, der schaltet aus und, und geht in einen anderen Stream und oder auf eine andere Plattform und konsumiert etwas anderes. Also ich äh, liebe es so, wie es ist. Stell dir vor, da kommt jetzt einer zu dir hin und sagt: Ja, aber jetzt musst du so und so viel Prozent von deiner äh, Livezeit, die du hast, ähm, die müssen jetzt hier, äh, weiß ich nicht, das einmal eins vermitteln. Weißt du, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Als, als ähm, da darfst du jetzt nur noch äh, Goethe rezitieren damit die Leute was äh, Wertvolles und Sinnvolles und was äh, Erhabenes mitbekommen. Das ist so, mm. ich glaube, das macht jeder für sich selber aus. Ich bin zufrieden mit dem, was ich produziere und mache. Sehr sogar. Und das ist wichtig. Und es ist auch das, was wir tun, ist auf eine Art wichtig. Auch wenn vielleicht. Ich meine, sehen seh wir das jetzt mal, sehen wir das jetzt mal so. Packen wir doch einfach mal die Schubladen aus. Sagen wir mal, äh, die Leute gucken hier kein RTL. Also haben wir doch schon mal äh, kulturell was Gutes geschaffen. Denn sie schauen kein Schummel, äh, Dschungelcamp und verblöden. Oder sie schauen irgendeine X-beliebige andere Sendung, die fake ist. Äh, na gut, das findest sie hier auch, aber die fake ist und so weiter und so fort. Und sich darauf irgendwas einbildet. Das bildet gar nichts. Das macht für die Gesellschaft nichts. Nichts. Also kannst du doch. Das Kulturgut, ich nenne das jetzt mal unser Kulturgut, Computerspiele, äh, alles so, was mit Filmen zu tun hat, dieser ganze, dieser ganze Nerdkram. Das geben wir weiter und wir leben das. Wir nehmen. Das, das Ding ist halt, überleg mal, nehmen wir, nehmen wir einfach mal jetzt Beispiel letzte Woche. Wir waren auf der auf der, ähm, auf der Fantasy Basel, wir haben dort einen Vlog gemacht, das heißt, wir haben Leute kulturell mitten in ein anderes Land genommen. Das ist genau dasselbe. Ob das, nun, äh, ob das nun früher der Goethe war, der seinen Reisebericht geschrieben hat in seinem äh, sein Papyrus, als er äh, irgendwen besucht hat, oder ob wir nun ein Video heute machen. Äh, Im Endeffekt äh, sind wir in, in per se sind wir Künstler. So, also was ist an, an unserer Kunst jetzt nicht annehmbar? Nix. Und da ist nichts Verwerfliches bei. Wir bewegen uns in keiner Grauzone, denn wir müssen unsere, wir müssen unser Geld abgeben und so weiter und so fort. Pipapo, tralala. Es werden mehrere hundert Menschen unterhalten. Man könnte sogar sagen, wir gehen so weit, wir holen die Jugend von der Straße, sie gucken uns zu. Das kannst du, das kannst du immer weiterspinnen. Du wirst immer mehr Gründe finden, warum das nicht Schlechtes ist. Und es ist per se nichts Schlechtes. Natürlich kannst du auch wieder die dunkle Seite, die dunkle Seite zeigen, wo es dann um, um, um Geld oder was auch immer alles geht, um Camgirls und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ist dieser, dieser Gedanke, dieser Community-Gedanke, was gemeinschaftliches machen, äh, das, ist doch der, das ist doch der Vordergrund und das Unterhalten. Und im Endeffekt, das habe ich auch gerade im Chat gelesen, sind wir nichts anderes als Comedians. Fertig. Und die, da sagt ja auch keiner was. Wenn Mario Barth sich in ein, ein Stadion stellt und äh, mehrere hunderttausend Menschen unterhält, da sagt doch auch keiner, dass das äh, Quatsch ist. Warum soll das denn hier Quatsch sein? Nur weil wir in Klein sind und weil das neu ist und weil das noch keiner versteht. Das dauert halt wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis die Leute, äh, bis die Leute das verstehen. Und äh, ja, wir leben in unserer kleinen Bubble und wir denken alle, dass Twitch groß ist, aber wir sind halt immer noch ein kleiner Haufen. So. Was, sind, was guckt in Deutschland zu? 50.000 Leute maximal, vielleicht 100.000 oder so. Und das ist ein kleiner Furz von 81 Millionen. Sind wir noch bei 81 Millionen? So Pi mal Öre. Also, also da kannst du ja auf diese... Ähm, da können Leute kommen und irgendwas zu sagen, aber sie beschäftigen sich nicht damit. Und äh, es wäre, es wäre ratsam vielleicht für, für diese Medien, sich damit ein bisschen äh, zu beschäftigen. Und gerade da finde ich, was ich, was ich sehr eigenartig finde, ich habe so ein bisschen Recherche beschrieben über den jungen Mann, der das geschrieben hat. Und der ist gar nicht mal so alt. Und das hm, wundert mich, das wundert mich, dass es Leute gibt. Ich glaube, er war so Mitte Ende 20, glaube ich, hm. dass Leute so einen Quatsch von sich geben. Mitte Ende 20. Und wir sind mittlerweile bei Punkten angekommen, wo es die Gamescom gibt, okay? Die Gamescom ist selbst in den Nachrichten, okay? Also im großen Fernsehen, im Spielplatz der Erwachsenen sozusagen. Da ist das drin. Du hast irgendwelche RPCs, du hast hier ein Turnier, da ein Turnier, ESL und so weiter, pipapo, das kommt im Fernsehen. Und dann haust du so ein Ding raus? Wow. Also dann frage ich mich, warte mal, hast du deinen Job falsch gemacht oder hast du dich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt? Ich will nicht sagen, dass er Unrecht hat. Das will ich nicht sagen. Also ab und zu an manchen Stellen würde er wahrscheinlich, sei, würde er Recht haben und er hat das vielleicht bildlich so ausgeschmückt. Aber für mich ist das genau dasselbe wie mit der Geschichte von, von PewDiePie damals, was sie da mit dem ähm, ähm, mit den ganzen rassistischen Blödsinn von sich gegeben haben. Das ist einfach finde ich und so empfinde ich das, das ist meine Meinung. Äh, an, an dieser Stelle. Das ist einfach so ein Hilferuf dieser Medien, weil sie hier irgendwie noch so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren wollen oder so, weil sie sonst keiner zuhört. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe kein, keine Ahnung, wie viele Leute die Welt lesen oder so. Aber das ist das für mich, mehr ist das nicht. Unrecherchierter Dünsches, da, der da von sich gegeben wurde. Punkt. Ich möchte genau. auch niemandem irgendwas hier madig reden. Ne? Ich, ich habe vieles gemacht in meinem Leben und das hier ist wirklich das, was mich am meisten erfüllt. Und ich habe jeden Tag Spaß daran, zu si hier zu sitzen und Videospiele zu spielen. Ich versuche mir nur Gedanken zu machen, wohin sich das alles mal entwickeln könnte. So. Aber es ist wichtig, dass du dann über dich richtest. Ja, ja? Und wenn du das eben nicht so möchtest und so, dann das liegt ja auch in deiner Hand, das zu verändern. Wie aber ich gesagt, aber eben ich, nicht auf die, auf die anderen. Ne? So die müsste man sich mal Gedanken machen. Ich, ich bin zufrieden da, wo ich bin. Ich bin ja. sehr glücklich. Und das ist ja auch Und gut. Hm? Löse mich auf, schreibt der Chat. Ja, deine Kamera ist speziell äh, mit oh, Special wow. Effects. Bei mir ist sie scharf. Das muss oh. am Internet, am, das sehe ich jetzt an jetzt der Erde liegen. Wahrscheinlich. Tut mir leid. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, was ich daran ändern könnte. Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht, was du gesagt hast. Clemmy musste ich jetzt nicht gleich auflösen. Alles gut. <laughs> das noch weitermachen? <laughs> Wir haben noch ein paar Themen offen. <laughs> Wer soll denn sonst die Nachrichten? Also. Gut. Aber so prinzipiell in, in die Runde gefragt, äh, einfach, mal, einfach mal in den Chat oder äh, generell, wenn ihr das bei Twitter loswerden wollt, wie empfindet ihr das denn? Also geht mal kurz, geht mal von, ein, äh, von, von eurem Sitz runter und betrachtet das mal von ein bisschen außen. Findet ihr es kulturell wertvoll, den Stream zu gucken? Oder äh, denkt ihr eher, dass das, äh, dass das Quatsch oder Schund ist? Apropos, unter äh, Hashtag Plankenschnack auf hm. Twitter könnt ihr uns äh, Fragen stellen. Also, äh, Hashtag Plankenschnack. Oder in der Twitch-App, da geht das auch. Da geht das auch. Ja. Aber da haben wir die, das Folgethema. Ähm, das kannst du ja initiieren. Äh, Cesar, möchtest du noch was dazu zum, zum Besten geben? Du warst so ruhig und hast gelauscht. Ähm, ja, ich habe gerade ein bisschen zugehört und nebenbei gedacht und mir äh, gedacht, im Endeffekt. <laughs> Im Endeffekt hat dazu jeder seine eigene Meinung zu diesem Artikel. Die Twitch-Leute ärgert das vielleicht so ein bisschen, weil sich jeder so ein bisschen angegriffen fühlt dadurch. Also ich zumindest habe mir auch gedacht, so, ey, wenn das jemand über mich schreiben würde, na, no, jetzt aber nicht. Uh, aber hier auf Twitch kennt das ja jeder und im Endeffekt, es werden bessere Artikel kommen. No. Da wird nur irgendjemand kommen, der tiefer, ja. tiefer recherchiert und sich da ein bisschen sachlicher mit dem Ganzen auseinandersetzt und das schreibt und den, den, den müssen wir dann ins rechte Re Re Licht rücken. Ich kann heute den ganzen Tag schon nicht reden. <laughs> Vielleicht höre ich deswegen auch einfach mehr zu. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht schafft es ein guter Artikel dann auch mal solche Wellen zu schlagen. Wie ein schlechter. So schlimm sieht das doch gar nicht aus, sehe ich gerade. Und was? da schreibt auch gerade jemand, äh, ist was besser. kulturell wertvoll, das, sind, das definiert doch jeder für sich anders. Stimmt auch, ist wie Kunst. Mhm. Wo ich da stehe und denke mir so, wow, wirklich, äh, das, das, das kriege ich aber mit einem Schweißbrenner und ein paar Dosen auch noch hin, äh, sind andere total so, oh, ne? Ja. Ist nicht an mir, das zu richten. Das entscheidet jeder für sich selber. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ja. Aber du hast die perfekte Überleitung jetzt. Das war die Vorlage, Slevi. Ja? Wozu? Ja. Für den was, nächsten. Was? Unter Diskussion oder ja. was? Ja. Ähm, ja, die ganze Thematik fließt ja im Prinzip da rein, so gesehen. Ähm, und zwar die Frage, die sich stellt, ist: entwickelt sich Twitch nicht so langsam zum neuen Fernsehen? Ich meine, es war für mich zum Beispiel jetzt die letzten vier, fünf Jahre un ungefähr nach YouTube, da ka vorher kam noch YouTube, Fernsehersatz. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe irgendwann aufgehört, Fernsehen zu gucken und habe nur noch auf Twitch und YouTube und im Internet rumgehangen und habe Fernsehen im Prinzip nur noch angemacht, wenn wirklich irgendwie ein Fußballspiel lief, das ich gucken wollte. So zu WM oder so. Ähm. Und jetzt so langsam sind wir, glaube ich, in, in einem Moment, wo diese, wo diese Entwicklung halt so die nächste Stufe übernimmt, indem das Fernsehen tatsächlich nach Twitch kommt, sozusagen. Ähm, da gibt es. Ähm, das kommt später erst in den Twitch-News eigentlich, aber ich glaube, das sollten wir zu, zuvor vorwegnehmen, wenn wir jetzt schon darüber reden. Ähm, und zwar plant Twitch. Ich habe ein Interview gelesen mit dem COO, das ist der Chief of Operating... irgendwas, Office, Office, Operating, der kümmert sich ums operative Geschäft, das heißt, er ist dafür zuständig, wo Twitch überhaupt hingeht und wo sie sich hin, hin entwickeln. Er ist darum, um die praktischen Dinge zuständig. Er kümmert sich nicht um irgendwelche Finanzen oder sowas, sondern er sagt, das werden wir als nächstes in Angriff nehmen. Und was bei Twitch momentan in Planung ist, ist, dass sie eine eigene Produktion im Prinzip wie, wie Netflix oder Amazon ähm, produzieren wollen ähm, mit echten Schauspielern ähm, nur mit dem kleinen Twist dabei, dass eben der Chat interaktiv entscheiden kann, wie die Story weiterläuft. Also so Choose Your Own Adventure Style oder Insel der tausend Gefahren oder so hieß das damals, glaube ich. Ähm, das heißt, die übernehmen quasi das Prinzip, was sich ja schon vor ein paar Jahren bei Twitch Plays Pokémon sozusagen ähm, gezeigt hat, dieses Phänomen, und wollen das tatsächlich auf eine Serie ummünzen. Ähm, das ist alles noch in, im Planungs-, äh, Planungsmodus und keiner weiß, was wirklich daraus wird, aber sie suchen momentan schon nach Angestellten und, und es wird so ein bisschen geplant. Das heißt, wir werden demnächst auf Twitch tatsächlich Fernsehproduktionen sehen, eigene Produktion von Twitch. Und jetzt ist die Frage, vor allen Dingen, da ja jetzt auch manche Fernsehsender oder Teile mancher Fernsehsender, zumindest die den Namen des Fernsehsenders tragen, auch zu Twitch kommen. Ähm, oder Twitch Presents, eben eben ähm, Fernsehsendung laufen lassen. Oder Bob Ross ist ja schon seit Ewigkeiten auf Twitch. Ähm, werden Und das wir das Ganze kochen. Zum Fernsehen. Und das Ganze kochen. Werden wir zum Fernsehen? Ja, sicher. Das hier das Fernsehen? Also wird das Fernsehen irgendwann abgeschaltet oder werden, werden Leute zu Hause sitzen und mit der Fernbedienung auf Twitch umschalten können? Es gibt also in manche Samsungs-Fernseher äh, äh, ist die Twitch-App installiert. Ja. So, das mal dazu. Das ist genau wie Netflix. Also ich glaube nicht, dass es das Fernsehprogramm in, in Gänze ablösen wird, weil es immer die Menschen gibt, die einfach den Fernseher einschalten und sich davon äh, berieseln lassen. Aber. Ähm ja. Also ich schaue am Wochenende mit meinem Mann, mein Mann schaut Fernsehen. Der kann jetzt nicht 24 Stunden lang auf Twitch sein. Der ist so, der, der schaut mal da rein und mal da rein. Aber ähm, nee, der möchte sich dann einfach nur so irgendwo ein bisschen berieseln lassen, kurz bevor er einschläft auf der Couch. Und da hat er keine Lust, sich jetzt irgendeinen Stream zu suchen, sondern er schaltet einfach irgendwas ein und äh, schläft. Nee, am Wochenende schauen wir Netflix. Aber es wird nie ganz abgelöst werden. Nie, mhm. glaube ich nicht. Sag niemals nie. Mhm. Ja, es gibt ja einen gravierenden Unterschied zwischen Twitch und Fernsehen. Ähm, hier ist ja jeder so sein eigener Kanal, ja, und da hast du halt einen Kanal, wo 24/7 Programm kommt. Und keiner von uns macht 24/7 Programm einfach, weil es nicht möglich ist. Ja? Wenn jetzt mehrere sagen, Rocket Beans zum Beispiel war ein ganz gutes Beispiel, die haben ja 24/7 was gemacht. Uh, allerdings haben die halt dann wiederholt, glaube ich, über Nacht Aufzeichnungen, ja. Machen sie das genau. nicht immer noch den ganzen Tag und dann kommen zwei Stunden ja, Sendung? Ja, aber nicht mehr auf Twitch. Nee. Machen das jetzt, glaube ich, auf YouTube, ne? Ja. YouTube Gaming. Aber das ist doch, ich, ich bin da gar nicht so im Bilde, aber ich habe immer so das Gefühl, immer wenn ich da reinkomme, kommt da äh, eine Aufzeichnung, habe ich das Gefühl. <laughs> naja, wenn du ins Fernsehen schaltest, kommt da auch immer eine Aufzeichnung. Da ja, kommt eben eher ja. abends dann. Aber ich meine, so wiederholte Sachen, das meine ich. Was, schon mal kam. was haltet ihr denn davon? Also, dass jetzt auch zum Beispiel, ich, ich sag's jetzt einfach mal, pro sieben Games zum Beispiel nach Twitch kommt, ihren eigenen Sender machen und dann morgens halt Frühstücksfernsehen da rausballern, an einem Sonntagmorgen. Ja, warum nicht? Also, ja, warum nicht? Ja, kann man Ich machen. Mein, Prinzipiell ist doch da nichts dran, weil das ist eine Sendung von uns, für uns so ungefähr. Und ja. das sind doch nur einfach die, äh, die, die Medien, die uns ansprechen. Ich meine, wir gucken halt kein Dschungelcamp oder GS, GZSZ und sowas. Ähm, es ist einfach der Umschwung oder die Umschichtung äh, von, von, von den Medien. Und es gibt Menschen, die gucken gerne Fernsehen und dann gibt es Leute, die gucken das hier gerne und finden das gut. Und warum sollte das nicht passieren? Ähm, im Endeffekt ist das sogar sehr gut, dass diese Plattform es ermöglicht, äh, solche Sachen zu machen. Und selbst wenn, wenn dort Studios sind, sagen wir mal, äh, nehmen wir jetzt einfach mal, weiß ich, äh, nehmen wir den Plankenschnack. Wir müssen, wir müssen uns nicht um den Sendeplatz äh, mit Leuten bekriegen, sondern wir machen einfach um 20 Uhr an. Und das machen wir seit 41 Sendungen. Das ist überall äh, nun mit mehr als zwei Jahre. Und es hat, es hat ja auch TV-Charakter. Also äh, es wird aufgearbeitet, es arbeiten Leute am, am Overlay, wir haben mittlerweile ein Intro, wir haben eine Pause. Äh, es wird ja auch immer, wir gehen ja immer mehr zum, zum, zum Fernsehen eigentlich. Nur, dass, dass ihr zu Hause sitzt und ich zu Hause sitze und wir reden über, über unsere Dinge. Und im Endeffekt könnte man das wirklich, äh, entschuldigt den Vergleich, aber wie hieß der Markus, Markus Lanz, Lenz, äh, Lanz? Lanz, der mit seiner Fernsehsendung, es ist ja auch nichts anderes. Wir sitzen hier, diskutieren über Themen, aber wir sprechen das Publikum an, was weißt du jetzt nicht unbedingt, welchen Sender, äh, x-beliebigen Sender, wo das läuft, guckt. Sondern ja, die, die gucken ja. das hier. Also im, im Grunde genommen machen wir das schon jahrelang. Ja. Jahrelang. Ja. Nur jetzt fangen Menschen an zu realisieren, oh, warte mal, was? Wir sind Fernsehen? Huh? Ich sehe das alles gar nicht negativ. Wenn nur die jetzt auf Twitch aufmerksam werden, das ist automatisch schon wieder Publicity und Werbung für Twitch. Das heißt, mehr Leute werden auf Twitch aufmerksam und schauen sich diese Plattform hier mal an und, und sind vielleicht öfter da und erzählen, ne? so was hast denn du jetzt am Wochenende gemacht? Boah, ich habe mir einen Livestream angeschaut. Was ist das denn? Ja, da spielt einer Computerspiele und du kannst zuschauen, du kannst dich mit ihm unterhalten, du kannst da im Chat, äh, ne, du kannst andere Leute finden und dich mit denen unterhalten. Und das ist, ähm, ich finde das großartig. Ja, 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 dieses Gleichgesinnte finden ist, glaube ich, auch nochmal so ein ja. Riesenunterschied, den du halt beim Fernsehen nicht hast. Ne? irgendeiner. Sept halt gerade so durch, ist eigentlich gar nicht interessiert. Aber hier ist es ja so die Interaktion mit, miteinander mit dem Streamer, das hast du halt im Fernsehen gar nicht. Die versuchen also manchmal mit so Einbindungen von irgendwelchen Tweets oder so, aber es ist ja trotzdem nochmal ein ganz anderes mhm. Level in Twitch an Interaktion mit den Viewern. Früher gab es den Teletext. Ja, stimmt. Da hat man sich noch mit Chantaler getroffen, um eine oder Na, Chantalla. Zwei Minuten später kann ich meine Nachricht lesen, Kleiner. <laughs> habe ich nie gemacht. Habe ich nie gemacht. kein Geld, hatte nur Prepaid-Handy. Was ging denn da alles? Ich habe da immer nur nachgeschaut, was als nächstes im Fernsehen läuft. Das war doch wie Programmzeitung. Nee, nee, da konnte man noch chatten. Konnte man gucken. Da konnte man noch chatten. Mit SMS. Was? Ja? Yeah. Echt? Ja? Yeah. Was? Ja. <laughs> Und das ist dann da drin aufgeblockt? Yeah. Ach komm jetzt. Mhm. Das waren sozusagen die Anfänge von Knuddels. sozusagen. Von was? Von Knuddels. Ja, stimmt. Ja. Sag bloß, das kennst du auch nicht. Oh. Ei, ei, ei. Man Ey, <laughs> Was ist das? Was Knuddels? Ja. Na, da sind die. Äh Sagen wir es mal so, da sind die Leute, die sich mit Nougat gern einschmieren und das so in Sternchen schreiben und dann so: Hi, das ist Sternchen, ich schmier dich mit Nougat ein Sternchen. Bitte? Fetisch? Das ist eine fetisch -Seite? Nein, nein, nein. Das ist einfach nur so ein Chatroom. Das ist einfach, okay. sind einfach mehrere Chaträume, wo du hingehen kannst und chatten kannst. Kennst du okay. ISC? Äh, auch nicht, ne? Ja, das äh, ist auch so doch, das war das mit der Blume. Nee, das ist nee, ICQ. Das ist ICQ. Ja. Aber es sind halt so Chaträume. Da, da, da kannst man du denn halt unterhalten. In, in. Oh man, irgendwas ist mit dem. Weiß ich nicht. Das Vielleicht gibt es das ja. Da gibt es ja so einen Raum, ich der nicht heißt. Nicht witzig, danke. Da gibt es so einen Raum, der heißt Schweiz, und dann unterhalten sich da alle Schweizer drin oder so. Zum Beispiel, glaube ich. ich. Ja, ich hab schon. Hab. Oh. Jetzt haben wir den Faden verloren. Wo sind wir ja. stehen geblieben? Legend. Fernsehen. Aber ja, ist das so schlimm, Slee? Findest, du das, findest nein, du das. Nein, 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 Ich frage euch nach eurer Meinung. Ah. Ich hab, Das war jetzt ganz bewertungsfrei, mhm. habe ich. Ähm, ich persönlich, ich versuche sowas halt immer ambivalent zu sehen. Ne? Ich finde es natürlich einerseits schön, dass, das, dass der Fokus hier drauf geleitet wird, aber mehr Menschen bedeutet mehr Geld. Mehr Geld bedeutet mehr Geier für mich immer. Und mehr Geier bedeuten, dass die Plattform halt dann irgendwann vielleicht doch etwas in die Jahre kommt und ähm, dann wieder was Neues gesucht werden muss, was wo vielleicht ein bisschen mehr Anarchie herrscht, halt so wie damals mit YouTube, als YouTube plötzlich uncool wurde und Twitch das neue tolle war. Ist immer noch uncool und wird auch immer uncooler ja. wegen Werbetreibenden, genau. Personen, die nicht da sind. Genau. Ja, sowas davon musst du halt immer Angst haben. Aber das ist jetzt Zahn der Zeit, äh, Slabby. Genau. Es, es bleibt nicht immer alles so wunderschön und rosig. Dein Stuhl ist ein Tag dünn, den anderen dick. Also, ist das, weißt du, wie ich meine? Es dreht sich halt, das Rad, das steht halt nicht. <laughs> Lugat! Was? Was stimmt denn da? Der war zu, heute die Seele war zu viel auf Knuddels unterwegs, glaube ich. <laughs> es ist der Zahn der Zeit, das wollte ich damit sagen. Es geht halt <laughs> vorwärts. nicht. Wir können nicht immer rückwärts gehen und dann verändert sich das halt. Ja. Aber das, das, das ist ja auch gar nicht so, so verkehrt. Es ist so schön, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn das weitergeht. Es kommen Investoren, die Seite wird größer. Natürlich kommen immer mehr Leute, aber das ist halt so, ähm, wie sagt man, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft so ungefähr. Und dann wird es halt immer besser und man treibt sich halt bis in, ja, bis in die Unendlichkeit und muss halt, ähm, muss sich halt mal ein bisschen Mühe geben. Das hatten wir ja letztens gerade auch mit den Affiliates, ja. Da gibt es ja auch so ein kleines Problem. Und äh, so ist das halt äh, an, an der Stelle auch. Du musst jetzt halt dann gucken, wo du bleibst. Und das ist aber auch gut. Also, wenn ich mir überlege, wenn ich mir überlege, was jetzt alles möglich ist, es ist der absolute, Pff. was in Deutschland passiert, das war, wenn ich mich vor, vor, vor drei Jahren daran erinnere, äh, da war nicht mal dran zu denken, dass man zum Beispiel mit, mit Alternate zusammenarbeiten kann. Das ist auch schöne Grüße, wink mal. Dass man mit Alternate zusammenarbeiten kann. Eine, eine der größten Computerfirmen, mit einer der größten Computerfirmen in, äh, oder für Online-Versandhäuser äh, in, in Deutschland. Hallo? Wow. Oder mit, ja, auch hallo, äh, die anderen, bei denen wir letztens gerade waren. Das ist genau, das ist, das ist halt das, was die, was sich daraus ergibt und das ist doch gut und das ist auch schön. Denn denn Filmen werden darauf aufmerksam und so entstehen wieder Dinge, wo, wo zum Beispiel, nehmen wir das einfach mal als Beispiel, wo wir in, an, an Werbung teilhaben können. Und, und das wird doch, das wird doch immer besser und immer schöner. Und dann bringen wir sozusagen dieser äh, Generation. Die das konsumieren möchte, bringen wir genau diese Sachen. Und so ist doch, doch beim Fernsehen damals auch gewesen. Pippi Langstrumpf war halt in, in, jedem, in jedem Haus so. Und irgendwann vielleicht ist Slappy in jedem Haus. Weißt du, wie ich meine? Ist doch mhm. nichts. Ist, ist eigentlich ist gut. Es kommt hierher und wir verbreiten es. Ja. ja. Und das ist auch schön. Wir werden auch wahrscheinlich mehr. Firmen drauf aufmerksam werden und du wirst noch viel, viel mehr Werbung hier machen können als Streamer, was auch schön ist, weil die Streamer dann ein bisschen unabhängiger sind wiederum. Das ist in Ordnung. Ich hoffe nur, dass Twitch halt wirklich die nächsten Jahre weiterhin und bis jetzt tun sie das auch, das sieht man ja auch jetzt mit dem Affiliate-Programm und was ja auch sehr schön ist, dass sie halt immer noch die Basis quasi stärken und versuchen auch dahin zu arbeiten, damit eben diese Anarchie, die unten brodelt und das quasi der sogenannte Nährboden, da bleibt für gute Unterhaltung, die immer weiter von unten wieder hochkommen kann. Damit die Leute, die halt schon ein bisschen eingesessener sind und oben sind und eben die ganzen Werbeverträge bereits haben, sich die ganze Zeit noch darüber Gedanken machen müssen, dass sie trotzdem weiter ähm, sich auf den Bobbes setzen müssen und weiter hart arbeiten müssen, damit sie weiterhin unterhaltsam bleiben. Ähm, darum das geht's wer, nicht, wer nicht arbeitet, denn seine Verträge werden nicht verlängert und, und, und das ist. das stimmt. Also äh, du kannst. Du, du verstehst sitzt, mich falsch. Du, du, ja, das, ich verstehe dich falsch. Du musst halt, du musst trotzdem dein, dein, dein Ding noch weitermachen. Der, ja. Schnee, der Schneeball möchte zwischendurch nochmal angeschubst werden, der läuft nicht von alleine. Genau. Bis jetzt. Es kann aber auch sein, dass es irgendwann vielleicht äh, den Leuten bei Twitch egal ist, weil sie schon bereits hier irgendwo oben genug äh, abwerfen. Dass es irgendwann eventuell unmöglich sein wird oder nur noch sehr sehr schwierig mit normalem guten Content von unten noch hochzukommen. Das ist das äh, wie wie soll das passieren? Also weißt du wie wie sollte ich? Ach so, du meinst dann halt sozusagen wie wie im Fernsehen, dass sich dort die die großen Gebrandmarken hinstellen genau. und dann, ah okay. Ja, das kann gut sein, Aha. aber dadurch, dass du ja eine ein institution bist, hast du dann halt. Das, das, also, bis jetzt wurde das ja immer aufgetrennt und, und trotzdem hat ja jeder seinen Kanal, egal ob es jetzt beispielsweise ProSieben ist oder eine, eine Tochterfirma von ProSieben. Entschuldigung, ProSieben Games, wenn das jetzt falsch ist, aber die jetzt hierher kommen, die haben hier jetzt keinen Plus, weil da ProSieben drin steht. Ja. Weißt du, wie ich das weiß? Ist, ja, ja, das und, verstehe ich. Aber ne, werfen wir den Blick zum Beispiel auf YouTube, wo dann irgendwann Netzwerke angefangen haben, YouTuber unter ihre Fittiche zu nehmen. Und, und manche Netzwerke dann ein bisschen äh, den, den Karren vor die Wand gefahren haben. Ähm, ja, aber da bist Uli du ja dann selber dein eigener Herr. Ja. Da, mhm. Ja, das ist, da kann man also an dieser Stelle nochmal an alles schümer da draußen. Als Appell, als wirklich aus, eigenen, äh, aus, aus eigener äh, Kraft gerade. Lest euch Verträge durch und nehmt nicht jeden Scheiß an. Macht euch vorher bitte Gedanken. Ein Sponsor haben, ist cool, aber macht euch bitte Gedanken und nehmt nicht jeden Scheiß. Weil das bringt euch auch nichts weiter. Also, ich habe sehr viele Fehler in der Vergangenheit gemacht. Aber gerade wo wir darüber sprechen, macht nicht den, denselben Fehler. Und lasst euch mit Quatsch ködern. Dann fragt lieber bei irgendwem nochmal nach und horch noch nochmal rein. An der Stelle. Aber ähm, das wird auch, das wird, denke ich, auch nicht passieren. Äh, an, an der Stelle zählt warte, ja wirklich. Warte, warte. Ja? Keystone. Sorry, ich musste kurz niesen. Ähm, die übrigens gar nicht schlecht bezahlen. Ähm, an dieser Stelle ist das, äh, das ist halt, Slabby, Ich glaube, du machst dir an dieser Stelle zu viel Gedanken. Also selbst wenn ja, du jetzt, das. selbst das wenn du Job jetzt, hier. selbst wenn du YouTube hast äh, und das betrachtest jetzt gerade, äh, haben, haben die Leute, sehr, da ist das auch völlig bums, wie groß du bist, äh, weil die Leute so und so kein, kein, kein Geld verdienen. Im Endeffekt ist es so, äh, ist es wichtig. Es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass äh, Twitch diesbezüglich, dass dort alles richtig läuft. Und da ist aber auch wieder die Sache, und das wird auch passieren, wenn das so wie dort läuft, dass die, dass die Firma an sich prinzipiell davon distanziert. Und deswegen sitzt niemand eigentlich. Niemand sitzt auf, auf, äh, in einem gemachten Nest. Du musst das Nest jeden Tag wieder neu machen, glaube ich. Und selbst bei. Äh, selbst bei, bei, äh, bei, bei YouTube wäre es so. Und, und das gibt es schon ein paar Jahre mehr. Und da müssen die Leute auch aufpassen, dass sie wiederkommen und dass was passiert. Und da kannst du dich auch nicht. Äh, also selbst wo jetzt, äh, selbst die Content-Creator in Deutschland, wo wir sagen, ja, okay, das ist völliger, völliger Schund, aber die müssen jeden Tag auch was machen, egal wie dumm es eigentlich ist. Also du kannst nicht äh, bin, bin ich jetzt aktuell der Meinung, dass das nicht geht. Also deine Besorgnis verstehe ich, aber ich glaube nicht, dass das eintritt. Ein Wort in Gottes Ohr. Ich versuche, wie gesagt, ich, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, ich will nicht alles schwarz-weiß malen und alles. Ich versuche halt nur wirklich in alle Ecken zu denken, so, um halt wirklich alles zu beleuchten. Mhm. Ne? Ich will jetzt wirklich nicht irgendwie den, den, ähm, keine Ahnung, die Panik, dass die Panik hier ausbricht oder so. Um Gottes Willen. Ich habe immer noch Spaß. Das bleibt noch ein Weilchen so. Sicher? Hoffentlich. Okay. <laughs> wie lange wollt ihr das denn noch machen? Wenn man mal so fragen kann. Also ich habe mir immer gesagt, ich mache das so lange, wie ich daran Spaß habe. Und ich habe im Moment sehr viel Spaß dran. Ich mache das gerne. Ich freue mich auf den Stream. Ich freue mich auf die Leute. Ich freue mich auch auf die Events. Ich mag das total gerne auch mal auf diese Offline-Events zu gehen. Auch wenn die manchmal ein bisschen stressig sind. Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht macht es mir die nächsten. Fünf Jahre noch Spaß, vielleicht auch nur noch zwei Jahre, vielleicht aber auch noch 20 Jahre. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, wo es hinführt. Ich bin da offen für alles. Nicht alles, aber viel. <laughs> Wollte ich nochmal kurz sagen. Das, cool. das war Sicher ist cool. sicher. Sicher ist sicher, sicher, ja. sicher. Ist bei mir genauso. Ich habe mir da gar kein äh, Limit gesetzt oder so. Es ist, äh, solange es Spaß macht und Freude, werde ich das machen. Also, ich suche mir jetzt einen richtigen Job, weil äh, Streamen ist kein Job, habe ich gerade gelesen. Äh, zum nee. Glück, danke, dass Sie das nochmal gesagt haben im Chat. Das ah, ist, äh, nee, Zocken ist kein Job. Die, Ach ja, ja genau. Computer, Computerspielen spielen spielen ist kein Job. Ja. Nee. also ja. ich denke mal, ich werde jetzt demnächst aufhören und äh, dann mir lieber eine richtige Arbeit suchen. Ja. Bei, eine, eine, bei der du echt unglücklich bist, weil das ja. ist ja keine Arbeit. Ja. Dann mache ich lieber eine 36-Stunden-Woche als eine 80-Stunden. Das hat, ja, hat ja, ja keinen Sinn. Ist ja Quatsch. Weil, ja, eben. Ja. Ja, also vielleicht mal sehen, noch einen Monat. Er macht oder sich so. heutzutage schon selbstständig. Das ist ja. Bewerbung. Ich schreibe ein paar Bewerbungen und dann bin ich bald fertig. Ja. Also ich denke, das hat bei mir auch keinen Sinn mehr. Ist ja Kacke, bekommt ja nur noch Mist bei mir. Jetzt. Von dem ganzen Erfolg, den du so anhäufst in den letzten Tagen, kannst du ja auch nichts kaufen. Ne? Nee. Sag mal, kann ja, ich mir dann ich von dir ein Katze. Zeugnis schreiben lassen? Mir? Ja, ja, natürlich. Das, 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 ich, ja. Blankenschnack und so die ganze Zeit, das wäre echt nett. Lass mich bitte gut dastehen, ja. Ja, klar, mache ich. Also, super, danke schön. Bitte. Das können alle Gäste, auch du, Cesar, wenn du möchtest. Ich kann dir da was schreiben. Ja, sehr gerne. Super. Super. Da würde ich mich Stets freuen, bemüht. ja. Jetzt bemüht. Das war es <laughs> dann halt auch, ne? <laughs> Toll. Nee, Spaß beiseite. Ich mag keine Ahnung. Ich habe jetzt erst richtig angefangen, noch mehr Spaß zu haben. Also richtig Spaß zu haben. Uh, vielleicht mal sehen. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es wirklich nicht. Ich mache das wirklich so lange, ich nicht mehr kann. Oder sagen wir mal, ich mache das so lange, wie ich noch davon leben kann. Danach muss ich mal gucken. Sagen wir es mal so. Ja. Habt ihr irgendwas Geiles gezockt? Ja, und du, Slabby? wie lange machst du das noch? Ach <laughs> so, stimmt. Die Frage wow. war ja noch offen. Wie lange mache ich das noch? Ja. Solange es mir Spaß macht. Ich bleib auch dabei, also. Um, solange ich meinen eigenen Stream gucken würde, äh, werde ich einen eigenen Stream streamen, ehrlich gesagt. Wenn ich irgendwann selber nicht mehr einschalten würde, wenn ich mir das so angucke, dann ist es damit auch gewesen. Aber ich habe noch Pläne. Also ich I'm here to stay. Hm. Gut. Ja, dann ist ja alles gesagt. Fertig. Willst du da noch sagen? Ne? Ja, eben. Was willst du da auch noch sagen? Ich denke, das sind. Ja? Nee, nee, nee. Nee, mach du. Du wolltest was noch nee. zu dem Thema sagen. Ich nee, nee, schon zum nein. Nee, Thema nein. nee, 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 nein. nee, 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 Ich war fertig. Ja. Bitte. Ich wollte euch fragen, wie die Fantasy Basel so war. Oh ja? ja rum, rumgebaselt. Willst ich du das sagen? Okay, nice. Nächstes Thema. <laughs> Ich, ich habe eben gerade so viel geredet. Ich möchte nicht immer die ganze Zeit reden. Also, ich meine, ich kann auch die zwei Stunden alleine füllen, aber, ne? Sally, bitte, hau rein. Was, äh, wie war's war es denn war mit Dizzy? Ja, wie war es wie, wie denn mit der Sally? Weiß nicht. Äh, es war schön. Wir hatten Spaß. Wir sind da ganz gemütlich angekommen. Es war voll. Es war groß. Es war teuer. Ja, Was? War schön, ne? Nächstes Jahr wieder. Teuer? In ja, die ist die -Teuer. Schweiz. Ja, alles. Die Cola für 5 Franken, die so schön geprickelt Eintritt. hat in mein Bauchnabel. <laughs> Eintritt teuer. Cola teuer? teuer. Der Eintritt, 40 mhm. Franken pro Person. Ja, das ist nicht die Gamescom. Für ein Tagesticket? Ja. Sie sie das hast ha? Wie viel habt ihr Da habt ihr aber bezahlt? auch nicht Fantasie bekommen. V hoffentlich. 40 pro Person. Das wusste ich ja gar nicht. Ist nicht alles gut. <laughs> alles gut. <laughs> hm. Wow! Ich, ich glaube, wir müssen da. uns nochmal unterhalten. Ja, mach, mach das nur bei mir so? Was, Was denn? Ich sie ist bei mir ganz schön pixelig. Nee, das ist nur bei nee, dir. Bei ich sehe gut ja. aus. Wow. <laughs> geht noch? Sieht gut aus? Ich sehe einfach nur noch lila Pixel. Ja, das Echt? ist. Hm? Oh. Oh, hier sehen Okay, nicht, nicht refreshen, macht das, das da. nicht. Das habe ich auch nee. manchmal. Und heute leider Ach auch der so. Dizzy, deswegen sieht das halt im Stream okay. ein bisschen. Es waren sehr viele Aussteller, also es waren mehr Aussteller da als beim äh, letzten Jahr. Ich glaube, das war die dritte Fantasy Basel überhaupt, die, die sich jetzt zur ähm, größten äh, Comic-Con hier in der Schweiz entwickelt hat. Und das kann sie auch wirklich sagen: Sie ist äh, groß. Es gab viel zu sehen. Es waren sehr viele Cosplayer da. Ähm, es sah, gab allgemein sehr viel zu sehen. Es gab sehr tolle äh, so Custom PCs gebaute und also es war wirklich äh, alles Mögliche vertreten und äh, wir hatten viel Spaß und danach waren wir fantastisch Burger essen. Die besten Burger in der Schweiz. Ach, hau mir ab. Ich habe diesen Bay Pirates Burger gesehen. Ich ne? habe mir ja. fast noch einen Flieger bestellt und wollte auch hinkommen. No. Ja. Das war ein Träumchen. Ja, mhm. im hungrigen Bern. Und es gab Fritz Mischmasch so. Hey Fritz, was, falls ihr was? mal was machen wollt, so. call me. Ich bin offen für Angebote für Mischmasch. Und es gab die weltbesten Pommes. Selbst handgeschnitzt, die waren toll. Die also waren das umschlug. war, das war äh, toll. Es war schön, ähm, Leute getroffen zu haben auf der Fantasy Basel, was man ja eigentlich, ne, ist doch sehr weit ab vom Schuss, aber es war echt schön, so Grüße an Shanks und Keks und äh, Jürgen. Äh, Nopsi und Jürgen. Das mhm. war echt toll, die dort getroffen zu haben. Es war schön. Es war ein sehr entspannter Mittag. Also prinzipiell für alle, um das mal richtig äh, abzurunden. Äh, es ist sehr lohnenswert. Also, wer so ein bisschen äh, nerdig unterwegs ist, also richtig so mit, mit Merch und Basinga und diesen ganzen, ganzen Kram, den du da kriegen kannst, Star Wars-Ecke, Lego-Ecke, alles. Äh, für den ist das wirklich was Feines. Also, dafür, dass es jetzt wirklich das dritte Mal war, äh, dieses Mal war es sogar noch schöner. Es war in einem Gebäude aufgeteilt, so auf drei Etagen. Und da mhm. war wirklich, da war von Mittelalter bis zu Star Wars, bis hin zu Lego, bis hin zu so einer Pfannecke, wo du Sachen machen konntest. Äh, und bis komplett hin zu, Asia oben. Und komplett Asia. Also, das gab es da auch. Du, konnt, du kannst da alles machen. Äh, alles, was dein Herz begehrt. Außer vielleicht was trinken und essen. Weil da muss man immer, da muss ich auch immer mal eine Pille schlucken. Das ist, ist halt die Schweiz, nicht? Aber. Wie äh, ja, schön ist auch der Künstlerbereich, finde ich. Ähm, oh ja. Es gibt so eine so eine eigene äh, Riesenbereich, wo ganz, ganz viele Leute sind, die äh, selber malen, äh, Schriftsteller, die dort äh, vertreten sind und so. Ich finde das großartig, dass denen auch äh, so eine Fläche ja. geboten wird. Also wirklich toll. Hat sich gelohnt. Da waren vor allen Dingen sehr viele. Also vielleicht ja. ist das ja für den einen oder anderen Künstler, für euch da draußen, interessant, euch da mal zu erkundigen, was da so vielleicht so ein Plätzchen kostet. Ähm, das war wirklich sehr, sehr geil. Und was ich sehr witzig fand, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr wieder so war. Vielleicht weiß das ja einer aus dem Chat. Aber letztes Jahr war es so, wenn du ein Kostüm anhattest, also ein Cosplay, bist du umsonst reingekommen. Und das finde ich sehr, sehr geil. Oh, das weiß ich nicht, ob das dieses Jahr auch so war. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Und da waren super viele Leute äh, verkleidet. Ja. Und auch sehr, sehr geil. Sehr aufwendige Cosplays. Jupp. Also so richtig, richtig große. So wie sowas wie waren ähm, von, wie heißt der eine? Reinhardt? Also, so, Reinhard. so, so, also wirklich, wow. Das waren tolle Sachen bei. Aber ich sag mal, also um das wirklich ordentlich grob einzuschätzen, ein Tag reicht. Außer man trifft da Jupp. wirklich sehr viele Leute. Und es ist nicht so groß, wie, wie die Gamescom. kommen. Also das ist bei weitem nicht so pompös. Aber was, was mir halt wieder aufgefallen ist, ich weiß ja nicht, wie eure Messerfahrung ist, es ist immer laut. Jeder muss seinen Scheiß lauter machen als die andere. Und dann stehst du bei zwei drin und man, mach doch mal ruhig. Ich höre das doch. Es ist Im zweiten Wahnsinn. Stock war das. Du bist, ja. bist hochgefahren zum so zweiten hoch in den dritten. Dann muss er dann leise. Sein. Ach schön. Es ist die, die Stände, die werden verrückt. Ich bin mal gespannt, wie das auf der Games kommen wird dieses Jahr. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Habt ihr das auch auf den Messen? Seid dass euch das zu laut ist? Mhm, ja. ja. Ja, das ist halt die Ohren dröhnen. Das ist halt, als ob du irgendwie einen Abend in, einer, in einer, im Club warst. Deine Ohren dröhnen einfach, wenn du rauskommst. Du denkst dir, hui. Irgendwie, also hier rauscht und da piepst und äh, jetzt erstmal wieder Ruhe, bevor <laughs> meine Ohren komplett den Geist aufgeben. Vielleicht bin ich aber auch einfach schon ein bisschen alt, ja. Weiß man nicht. Also <laughs> ich, ich versuche immer draußen zu laufen auf der Gamescom. So wenig Zeit wie möglich drin zu verbringen, tatsächlich. Es gibt, wenn man ein paar Mal da gewesen ist, gibt sehr, sehr schöne Wege, wo man die ganze Zeit draußen langlaufen muss. Und dann ist es schön, wenn das Wetter schön ist natürlich. Aber damit habe ich eigentlich jedes Jahr bis jetzt immer Glück gehabt. Ähm, also diesen Hollister-Effekt hatte ich bis jetzt noch nicht, dass ich da wirklich reinkomme und voll gedröhnt werde. Nur halt nicht mit ähm, durchtrainierten Männern, sondern. Nicht so durchtrainierten Männern. Ähm, wenn ihr versteht, was ich meine. Was? Durchtrainierte Männer? Ich habe gerade Chat gelesen. Von was redest du? Was? Naja, ich habe. Was? Das ist halt nicht so ganz wie bei Hollister. Die Musik ist auch laut, aber. Okay, was ist Hollister? Entschuldigung, ich so ein bin einfach. Surfer, surfer modenladen wo leicht bekleidete Männer rumlaufen. Hä? Den kenne ich auch nicht. Dankeschön! schön. Mach doch nicht immer so, als wenn ihr alles <laughs> kennen würdet und lasst mich so auflaufen hier. Holster. Ich muss Bist das. So, hast du das gekannt? Ja, okay. aber ich gehe da nicht gerne rein. Ich muss das mal eben fix äh, eher, eher eruieren hier. Das sind diese Modeläden, wo du reinrennst und du wirst einfach mit Techno-Musik gedröhnt. Ach hier diese diese. Ja. Und das riecht ja. meistens auch immer sehr. Also das ist irgendwie sehr parfümlastig da drin. Da Da gibt's Klamotten. Oh, ja, gibt's ja. Wir haben auch ein Türstier. Also, das ist eigentlich so ein Club. Bitte was? Aber das ist. Jetzt, es ist Clubartig, aber du gehst da Klamotten shoppen. Ist das jetzt in? Ist das hip? Äh, mir gefällt's nicht. Wir haben einen in Dresden. Vielleicht gehe ich mich hm. da mal be bewerben. Wie wird denn das geschrieben? Das. Hollister. Wahrscheinlich gucke ich gleich nach Ulligens. Hollis. <laughs> Hollister. Gibt's das hier auch in der Schweiz? Gibt da auch Mädels? Ja, da gibt es Männer, also und Frauen und alles. Und was sind die Männer leicht bekleidet? Sind die ja, Mädels also, auch leicht Z bekleidet? Surfer. Das weiß ich. Nicht. Ich war da noch nie drin, ich sehe das immer nur so. Das ist immer ja, so Männer dunkel. Männer muss du, Stefan ja auch was so davon haben. <laughs> Ansonsten ist es ja blöd. Schörich. Wir haben aber gerade über die Gamescom geredet. Wo glücklicherweise nicht so leicht bekleidet Männer rumlaufen. Hol dir heißen Style. Oh cool, das gibt's glaube ich in Zürich. Hol dir heißen ich. Style. Das ist nicht wirklich der Slogan, oder? Ich habe das gerade ausgemacht, nachdem ich die Bedienung gesehen habe <laughs> Da muss ich noch ein bisschen Haben die trainieren, So Hosen an? Nee, nur also auf den Fotos die ich gesehen habe nur kurze Hosen. Ja, nein, danke, ich habe schon. Nee. So Ed Hardy für junge Leute. Halt. Ist Ed Hardy jetzt für Erwachsene? Ja, für die Tabu Erwachsene, so Schlagerfans. Hast du noch nie Ed Hardy-Leute gesehen, oder was? Ja. Nee. nee. Das, aber, das trägt doch keiner mehr. Ja, ja, eben. Glücklicherweise. Ja Gibt es das überhaupt noch? Nee, der ist gestorben. Aber so mein ich das führt das noch irgendjemand weiter, dieses, dieses Unternehmen? Also gibt es noch Klamotten? Ich werde dem Ganzen. Ich glaube nicht. Ich aber glaube ich glaube, nicht. wir driften ein bisschen ab. Es, es geht jetzt <laughs> gerade um Klamotten. Absolut nicht. <laughs> wir müssen ja auch mal eine Styleberatung machen, nicht? Sonst hat das hier ja keinen kulturellen Hintergrund. <laughs> ja, eben. ja, gut. Dass es nicht alles gibt. Ja, habe ich wieder was dazugelernt. Hier, das ist Bildungsauftrag, siehst du? Bäm. Hm. Es gibt eine Tat, Läuft? Definitiv noch, ja. Echt? Läuft noch. Hm. Slappy, vor, fahre fort, meine. Wo waren wir denn jetzt? Ich habe wohl den Faden verloren mittlerweile. Ja, du warst bei Hollister. <laughs> ich habe mir Fred Hardy gekauft im Urlaub damals. Pff, okay. In, Th in Thailand. Aha. So, <laughs> das ist schon ein paar Jahre her. Ich fand das schön, Glitzersteinchen und so. So, weiter geht's. <laughs> Ihr wolltet erzählen, ach nee, wir waren bei Gamescom, genau, ja. von Fantasy Basel. Ihr habt erklärt, wie es die Fantasy Basel war und ja, dann ja. haben wir über die Gamescom geredet, aber da war ich nicht gerade dabei. Ich habe nur auf Hollister angespielt. Ihr habt gerade irgendwas über, ach so, doch, du hast gefragt. Bei der lauten Musik, ja, ja. Laute Musik und mhm. so. Ja, mein Gott, also ich werde dieses Jahr nicht auf den Ausstellertag gehen, weil, wofür? Ich will mir da sowieso nichts angucken. Ne? Wer geht von uns auf die Gamescom, um sich da tatsächlich Ausstellungssachen anzuschauen? Müsse ich gehe nur ich in der nicht. Community. Ja, eben. Ich gehe da auch hin, um Leute zu treffen, um zu quatschen und eine geile Zeit zu haben. Ich würde echt am Überlegen, ob ich nur einen Tag gehe. Du Spinner. Oh ja. Nee, wir sind äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag da. Also wir, kommen, wir, wir erscheinen am Mittwoch und reisen am Samstag wieder ab. Ich überlege echt, ob ich nur einen Tag gehe. Mir ist das zu viel. Ich bin mal gespannt. So für einmal jetzt äh, gucken wir uns das an. Ich war noch nie da. Lass mich überraschen. Also ich muss irgendwas machen, denn nicht, aber so. Pff. Ja, ich habe letztes Jahr da gearbeitet, also wirklich Vollzeit. War gut. Das war, es war eine Erfahrung, aber es war wirklich unendlich anstrengend und du hattest, ich hatte sowas von gar keine Zeit, mit der Community, mit den Leuten zu interagieren. Ähm, nee, das, also das war super anstrengend einfach. Es hat irgendwo auch Spaß gemacht, klar, es war eine super gute Erfahrung. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte da hingehen, um mit der Community zu interagieren oder die Community zu treffen, dann solltest du da ähm, nicht Vollzeit arbeiten. Vollzeit waren dann so 10, 12 Stunden, mehr so 12 Stunden, 12 Stunden plus am Tag. War ein bisschen viel. Hm. Aber generell Gamescom ist einfach ein Menschenauflauf. <laughs> hm. Könnte man meinen, ja. <laughs> könnte könnte man meinen. Ja, ja. Ein etwas zu dick gepackter Menschenauflauf. Es ja, ist, die packen da. Es viele ist halt Menschen eine Menge rein. los, ja. Es ist Tickets werden gefühlt auch immer zu viele verkauft. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wer da die Quadratmeteranzahl der Menschen ausrechnet. Der wie viele Mikromillimeter da irgendjemand kriegt. Aber gefühlt kriegt jeder so ein großen C oder so. Echt viel mehr <laughs> ist es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Ja. Ich bin echt gespannt drauf. Das wird mir ja immer erzählt, aber ich selber war noch nie da. Bin gespannt! Nun! Nun Slabby. Ja. It's your time to shine. Jetzt schon? Wollen wir nicht noch? Vielleicht hat irgendjemand Outlast 2 gespielt und möchte da vielleicht was zu sagen? Hast jemand schon gespielt? Oh, was für eine hübsche Hand! Und? Ich habe, ich habe also, ähm, <laughs> ich habe ja den ersten Teil auch gespielt. Ich habe nur dieses Whistleblower-Ding nicht gespielt und fand bis jetzt. Ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe jetzt knapp die Hälfte oder so von dem Spiel, würde ich sagen. Ähm, ich hatte beim ersten viel, viel mehr Angst. Jetzt ist es echt nur noch so ein Oh Gott, schon wieder so Lenschen mit ihrem Messer. Lass mal laufen. Oh Gott, welche Richtung. Oh, ich kann mich ja so frei bewegen. Mensch, die Tür ist blockiert. Oh, die auch. Da bleibt nur noch ein. <lacht> okay. <lacht> das klingt nach einer guten Erfahrung. <laughs> ja, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aber so an und für sich hatte ich mal mehr Angst und es war mehr so ein. Also, es ist kein richtiger Adrenalinkick mehr, das zu spielen, und ich mache mir auch nicht mehr so ins Höschen. Na, weiß nicht. Also, der erste war irgendwie schlimmer. Keine Ahnung. Also, da sind, glaube ich, Leute, die äh, aus deiner Community, die sehen das wohl anders. Wie, die sehen das anders? Ja, ich glaube, die haben das anders in, in Erfahrung, wie du das gespielt hast, glaube ich. Meinst du? Mhm. Wo, ist denn, wo sind denn die äh, Leute von, äh, von Saison? Könntet ihr dir da mal kurz ein Feedback geben, ob das wirklich so ist, bei mhm. der lieben Therese? Mhm. Wie <laughs> sie das beschreibt oder hat sie doch ich gekreischt? Ich bin ein sehr guter Sterberer, aber man hat ja auch unendlich viele Leben. Ja, Praktisch. Echt, ja? Ja, Tatsache. Okay. <laughs> Nun, äh, ja, es stimmt nicht, ja, ja, doch, hm. ja, 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 ja. Was sind das denn für Verräter? Moment mal, Leute. <laughs> ah. Lügensaison, okay. 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 Hä? <laughs> Alles klar, aber Moment, das ist überhaupt keiner von mir, du, du bist nee nee nee, <laughs> nee, 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 die haben ich nur deine mal. Emotes aus Versehen abonniert, du, ja, ja. Du bist gar nicht von mir. <laughs> du, du. Dich habe ich nicht einmal gelesen. Ey, hey, habt ihr jetzt bei mir nur subskribiert wegen den Emotes oder was? Die gehören nicht zu mir. Nee, das ist, Also die gehören nicht zu mir. Nee. Habt ihr noch nie gelesen. Du, du gehörst nicht zu mir. Wer bist du? Was? Aber Mama, Mama, danke danke was für deine Subskribierung. Du nicht. Du nicht. Nun, ähm. Dann scheint es ja doch wohl ein bisschen erschreckend gewesen zu sein. Ja, an manchen Parts schon, aber jetzt anfangs eher. Also die letzten äh, Outlast 1, äh, ich nenne das jetzt einfach mal so, konnte ich nicht länger als eine Stunde am Stück spielen. Inzwischen bin ich ganz gut darin, auch ein bisschen länger als eine Stunde zu spielen. Vielleicht bist Hä? du älter geworden und härter. Ah. Ja. Ich meine, du Vielleicht hast super viel League Chat gelesen. Du musst eigentlich schon <laughs> abgehärtet sein für alles. <laughs> ja, stimmt. Das ist eigentlich die beste Therapie. Ja, ja. Ah. Ja, du hast, ich glaube, du hast recht. Da kommt die Erleuchtung auf einmal durch. Yep. Härtet ab. <laughs> Lügen, Schissor, ja, alles klar. <lacht> <lacht> der ist gut. Aber ich habe keins dieser Spiele gespielt auf der Liste. Irgendjemand, What Remains of Edith Finch gespielt? Gesundheit. Okay. Das soll nämlich sehr, sehr gut sein und ich denke, ich werde es demnächst spielen, aber okay. ich habe es selbst auch noch nicht gespielt. Was soll denn das sein? Um, eine Art Walking Simulator, aber mit einer sehr, sehr guten Story. Also jeden, den ich gehört habe, der es gespielt hat, der schwärmt tatsächlich. Um, Ist das so wie das komische Spiel, was du letztens gespielt hast, wo du ein Stock warst? Ich bin immer ein Stock. Und so ein komisches Schwein, was sich so seltsam bewegt hat. Dieses Kunstspiel? Ach so, nein, 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 nein. nein. Everything Kunst du? Every Everything, ja. Das war super spaßig. Everything is super gut. Ich habe nur kurz reingeschaut, das sah <laughs> es, ja, das war nach, es sah seltsam aus. Es ist sehr Slabby-mäßig, <laughs> das, das war tatsächlich so. Das ist so, da hat jemand versucht, das Medium-Spiel weiterzubringen oder halt ein bisschen aus zu experimentieren und so. Ich meine, du bist alles. Das hat eine sehr, sehr philosophische Grundlage und so, und, und ne. Sehr buddhistisch angehaucht, das ganze Spiel. Nicht nur angehaucht. Der Buddhismus springt dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht in dem Spiel, tatsächlich. Aber ein sehr schönes Spiel. Also ich fand es sehr entspannt und sehr spaßig. So, und du kannst so groß werden, dass du Mini-Klein bist und wieder in der Welt rauskommst, quasi. So, weißt du? Hm. Ja, ich habe mir in Black gesehen. Hm. Ja, ja, genau, wie ein Men in Black. Ja, das war Everything. Nee, What Remains of Ether Finch ist halt anders. Das ist so wie. Fällt, mir fallen jetzt die ganzen anderen Spiele nicht ein, die so. Everybody so, gone to the Rapture? Gone home und sowas. Ja, genau. So ähnlich. Soll es sein, was ich bis jetzt davon gesehen habe. Aber ich habe. Jeder, der sagt, spiel's, liest dir nicht so viel darüber nach. liest äh, liest nicht so viel darüber durch. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Sondern. Aber vielleicht hält es ja jemand jetzt gespielt und deswegen wollte ich mal fragen. Ich warte ja eigentlich nur, wann du bei GDR landest. Ich? Ja. GTA, ja, Multiplayer, ja, Roleplay. Ja, ja. Boah, ich habe schon so eine geile Idee, was für ich für einen Charakter machen würde, ne? Echt? Ich würde ich würd das ganze Spiel, den OBS, in Schwarz-Weiß machen, bisschen so überlichten und dann so ein Film noir, Privatdetektiv. Und immer wenn ich, wenn ich nicht mit jemandem rede, ich würde den Chat auch ausblenden, würde ich, würd ich äh, denken und dann. Ähm es war der 7.5.2017. <laughs> <laughs> der Tag war regnerisch. <laughs> Es klopfte plötzlich an meiner Tür und sie kam rein. So, weißt du, so richtig nicht, oh, oh, dass ich das mache. Das, das finde ich cool. Ja. Das finde ich cool. Ja, warum probierst Aber nein, das? ich spiel keine Multiplayer spiele keine Multiplayer-Spiele. Okay, schade. Ich eigentlich auch nicht, aber naja. Ja. Schwarz-Weiß setzt sich gerade ein bisschen durch. merkt das. Naja. Ich habe auch Schwarz-Weiß gestreamt Ja, ja, ich habe mehrere Folgen auf einmal nicht. in Schwarz-Weiß gesehen. <laughs> wo kommt das mal her? War keine Ahnung. Hm. Kennt jemanden, der auf einmal in Schwarz-Weiß streamt? Hm. In der Leecher. Nun. <laughs> Nun. Und das oh. aus deinem Mund. Ja. Ja, äh, Slappy. Es ist, ja. äh, deine Zeit. Let's oh. go. Trelle an das Ding. Meinst du? Die, 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 die Twitch News. Oh. So. Perfekt. Gut. Alter. Ähm, um, this just in. Können wir das kurz mal wirken lassen? Okay. <laughs> können, wir, können wir diese. Hat da jemand das. Ja. Hat, das jemand um schlagen, Sigi. hat das jemand. Ja. Hat das jemand geklippt ja. gerade? Ja. Ge das, ge ja. ge ja. ge das war seit. Wie lange machst du jetzt Twitch News? Keine Ahnung, ein Jahr. Ich bin berührt von deiner Anmoderation, Slaby. Das ist schön. Gott, oh Gott, habt ihr. Wow! Okay, let's go. Jetzt bin ich drin. Ich bin drin. Okay. Klar. Let's Let's This go. This just in. Ähm, <laughs> und zwar hat Twitch wieder interessante Neuerungen reingebracht. Das mit dem, ähm, das Interview habe ich, haben wir ja gerade schon besprochen. Ne? Nur kurz nochmal zu, zur Zusammenfassung, weil vielleicht manche Leute ja erst zu den Twitch News erst in YouTube rüber schalten, weil sie den Rest, den uninteressanten Rest vorher nicht wissen wollen. <laughs> das war jetzt ein Spaß natürlich. <lacht> 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 Da lobt man ihn einmal und dann kommt gleich wieder so ein Ding. Mann, Slabby. <laughs> äh, Twitch plant Eigenproduktion aller Netflix, aber mit Chatbeteiligung. Ne? Wie gerade besprochen. Das hatten wir ja gerade. Also in der Art Twitch plays pokémon nur eben mit echten Schauspielern, dass der Chat sich quasi äh, selbst daran beteiligen kann. Aber das ist noch in Planungsphase und davon, das werden wir dann sehen. Ähm, dann äh, was. Eher Unwichtiges, was jetzt auch nicht großartig eine Änderung ist, aber seit diesem neuen äh, Sub, äh, seit dieser Beta von dem neuen Sub-Modell ähm, <laughs> musst du, <laughs> du darfst gleich <laughs> da was bei dazu sagen, Saison. Genau. <laughs> bei <den> <lacht> <lacht> müssen Weil neue Subs jetzt ähm, auch Nachrichten schreiben dürfen, ähm, und nicht nur noch Resubs, muss man jetzt quasi, und das ist quasi eine Erinnerung an euch, wenn ihr irgendwo habt, egal bei wem, müsst ihr, also als neuer Sub, erst F5 drücken, den Stream neu laden und dann auf Teilen drücken. Und dann dürft ihr auch eure Nachricht quasi vorher da eintragen. Äh, sonst kommen, werden keine Alerts getriggert oder sonstiges. Das wollte ich nur mal hier so reinwerfen. Ähm, sehr wichtig. F5 drücken. Das, da interessiert mich jetzt gerade, césar äh, da du ja jetzt nicht in dieser Beta mit drin bist, oh. habe ich gehört, <laughs> Was denn? Das war ein professioneller Seitenhieb. Nein, 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 das war kein Seitenhieb. Ich, das interessiert mich tatsächlich. Müssen bei dir die neuen Subs auch erst F5 ja. drücken? Aha. Ich habe das anfangs auch nicht gerafft, weil ich zugegebenermaßen diesen äh, Blogpost nicht gelesen habe. Nicht mitbekommen habe. Dementsprechend war ich selbst sehr verwirrt, aber ja, sie müssen F5 drücken, bevor sie äh, das teilen dürfen können. Ja, okay. Gut zu wissen. Ich dachte, vielleicht haben diese Funktionen jetzt gerade nur die Leute, die die Beta haben. Okay. okay. Äh, habt ihr irgendwelche Erfahrungen jetzt gemacht? Also jetzt so die anderen beiden mit der Beta, die ihr vielleicht den anderen mitteilen wollt. Äh, also dem Chat. Irgendwelche ja. interessanten Bemerkungen, die vielleicht... Ähm, ja, vorher noch. großes Geheule und jetzt ist doch alles in Ordnung. Ja. Nun, äh, also... Wenn wir das jetzt so äh, sagen wollen, es gibt immer noch keine Mods bei mir. Und Warum da fehlen nicht? immer noch acht Stück. Ich warte noch. Heul doch. Hm. Aber ansonsten doch. funktioniert eigentlich alles äh, ziemlich gut. Also, ich bin ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich bin sehr verwundert, wie viele Leute aufgestockt haben. Äh, ich finde, also ich bin wirklich äh, sprachlos. Dass es mittlerweile doch so diese Anzahl an Leute gibt, die sowohl äh, den, den Zweier als auch den Sechser genommen haben. Äh, das hätte ich hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und dass das reibungslos funktioniert, äh, sowohl in der, in der Auswertung im, im Dashboard als auch mit den, mit den ganzen äh, Share-Geschichten und sowas, das finde ich sehr cool. Aber was ich definitiv bemängeln möchte, ist, dass, der, dass jetzt der Preis von einem Sub im Chat steht. Und ja. das finde ich. Also, ich weiß nicht, warum, also, ja, natürlich bist du unterschiedlich, also, natürlich bist du äh, gleicher, äh, du bist unterschiedlich, das siehst du ja durch die Emotes, aber da noch den Preis reinschreiben? Das hat's Geschmackle. Nee, das Ach. hat nicht so einen Geschmack, ich finde einfach, das liest sich nicht. Es liest sich nicht schön, da, das stimmt, finde ich auch. Das wird ist aber mein... geändert. Schreibt Ron gerade in den Chat und habe ich auch schon im Discord gelesen, das oh. wird, das ist schon auf dem Tisch und das wird auch äh, angepasst werden. Oh, großartig, das finde ich gut. Das finde ich gut. Das, find mag ich ich gut. Ich, das mag ich nämlich nicht so gerne. Ich nenne es bei mir auch Tier 1, Tier 2 und Tier 3 Sub. Ich nenne es. Ich nenne das immer Danke für deinen Sub. Dann und bin ich fertig. Für die Unterstützung. Danke, nenne ich das. Danke. Danke, ja. Das finde <laughs> ich aber gut, dass sie das rausnehmen. Finde ich großartig. Aber Probleme gab es da nicht. Ja, ich meine. Gar nicht. Ich meine, das Geschrei war groß, ne, davor. Und jetzt ist es. Es, ist es gibt halt äh, es gibt halt ein Groschen mehr in die Tasche. Also von daher, äh, wer will da rumheulen? Außer vielleicht immer noch die Zuschauer. Habe ich auch schon wieder einen im Chat gesehen. Aber ist halt okay. Jeder kann das ja mögen. Oder man muss ja nicht alles mögen. Ist ja okay. Kann ich schon verstehen. Ja. Ähm, genau. So viel dazu. Uh, ich finde es auf jeden Fall ein schönes, schöne, schöne Änderung. Ähm, Puls. Die Startseite von Twitch, die, glaube ich, keiner von uns nutzt. Nutzt die irgendwer? Ja, echt? Ja? Wow. Seit Neuestem. Wow. Mhm. Vielleicht sollte ich die nutzen. Hm. Ähm, da wurden jetzt auch. Du hast ich höre mehr? Nee, du hast gerade deinen Fußpedal nicht gedrückt. Ich höre niemanden mehr. Hallo, hallo. Du hörst niemanden mehr? Hallo? Geht's an mir? Hallo? Ja. Es liegt an dir, solid. Hallo! Mm -mm. Ja, dann musst du mal Teamspeak neu starten. Jetzt höre ich euch wieder. Ja. Aha. Ja, was ist denn da los? <laughs> also, ich, ich höre euch. Ähm, Puls wurde nämlich geupdatet. Man kann jetzt, oder man, man hat jetzt Followern erlaubt, zu kommentieren und zu liken und alles Mögliche drumherum zu machen und in, in die Beträ äh, Beiträge. Ähm, das kann man ausschalten, wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass eure Followers äh, das ähm, kommentieren. Diese ganzen Beiträge, die ihr da teilt. Ähm, aber von, von Haus aus ist es an, laut äh, Twitch, und jeder hat jetzt die Möglichkeit, es auch zu scheren. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen coolen Beitrag von wem anders seht, den ihr gerne teilen wollen würdet, könnt ihr es wie bei quasi Twitter und Facebook jetzt auch teilen an oh, eure cool. follower. Wisst ihr, was ich wirklich sehr schön drin. finde? Ja. Dass Cesar sich immer alles durchliest. <laughs> Jeden Artikel. Egal, was du <laughs> postest im Chat. Okay, erstmal lesen. Oh, das ist aber interessant. <laughs> Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Hui. <laughs> Als, also, dafür, dafür sind die Twitch-News ja auch da. <laughs> ja, eben. Aber das ist doch völlig okay. Eben das ist dafür sind mein sie. Bildungsauftrag. Äh, unser Bildungsauftrag. Ja. <laughs> Jetzt bin ich wieder aufgeflogen hier. Nein! <laughs> Absolut nicht. Nee. Aber ich muss sagen, die Startseite <laughs> gefällt mir gut. Sie ist, ein bisschen, sie ist ein bisschen voll, finde ich. Äh, Gerade, äh, sage ich mal, mit den, mit den Streams so, dass du äh, die Startseite äh, ist schwierig. Also, es ist halt eine ne Menge Sachen sind jetzt drauf. Aber ich finde es okay. Es hat nur so ein, weiß ich nicht. Es ist so überladen. Es ist einfach zu viel. Du hast halt einen Stream, du hast die Kommentare und dann hast du unten noch wieder. Ja, ich weiß nicht. Ich sag mal so, es fühlt sich jetzt so an wie so eine, so eine Bausatzseite, die man sich machen lassen kann bei Firma XY und dann so, okay, da was, da was, das passt optimal, Millimeter Platz und dann ist gut. Ich sag mal so, ähm, am, am Anfang, als so an der Seite noch so ein bisschen mehr Platz war und der Player komprimiert war, das fand ich ein bisschen besser, muss ich sagen. Also die Seite ist gut, die Idee ist geil, aber es ist so voll. Es ist so voll. Alles. Irgendwie. Ja. Jawohl. Äh, mm. nächste, nächster Punkt. Custom Bit Badges. Und da muss ich sagen, ich habe keine Tweet, keine Infos gefunden dazu. Es gibt nur diesen einen Tweet von Twitch. Ich habe heute eine halbe Stunde bis Stunde hier gesessen und habe danach gesucht, weil es gab wohl irgendwo einen ominösen Artikel. Ich finde ihn einfach nicht, wo mehr Informationen zu diesen Custom-Bit-Badges stehen. Also es gibt Leute, die sagen bereits, man wird, erstmal, das ist das, ihr kennt die Bit-Badges, also wenn jemand ein Bit, äh, wenn, wenn jemand cheert im Chat, dann kriegt er eine, eine Bit, je nachdem wie viel er ähm, in allen Zeiten ähm, gecheert ge hat mit den Bits und dann steigert er sich. Also bei 1000 schaltet er dann neue ähm, Badge frei, bei 10.000 die nächste und so weiter und so fort. Da gibt es irgendwie, wie viel gibt es da mittlerweile? 46 oder so? Ja. Badges? 16? 16? Ich habe gedacht, ich 16 waren es. um den ja. Dreh. 20? Ich glaube, da sind noch mal doppelt so viele nachgekommen hinterher. Es sind, sind eine Menge jetzt, jetzt ja. Nee, vorher waren es, glaube ich, nur fünf oder sechs. Also waren es ja. überschaubar. Ja, da waren Farben abgestuft. Und jetzt gibt es so um die zwischen 16 und 20. Genau. Der Hidden zum Beispiel hat gerade einen im Chat, äh, der hat die, die ähm, Bit Badge. Und die haben bis jetzt alle gleich. Und demnächst soll eine Veränderung kommen, dass jeder seine eigenen Bit Badges quasi hochladen kann, so wie die Sub-Badges, äh, die man jetzt bereits ändern kann. Und da kann jeder quasi seine eigenen äh, designen oder designen lassen. Ähm, halt wieder Bits für Deutschland relativ. Uninteressant, sage ich mal. Für die meisten zumindest. Es gibt Thema, halt damit viel gecheert. Für die meisten relativ unwichtig. Meine Idee war, das Verified Badge zu nehmen und es für jeden, äh, der ein Bit ähm, reinwirft, ähm, da reinzupassen. Das war, die, war eine lustige Idee. Mal gucken, ob Twitch <laughs> mir das durchlässt. <laughs> ähm, ansonsten, ja. Mhm. Finde ich schön. Mehr Customizing. Ich stehe auf Customizing. Ich, äh, wisst, ihr, was, wisst ihr was daran, was ich daran cool finde? Ja. Dass die Zeichner sich damit endlich und durch Geld verdienen können. Ja, die können sowieso momentan ziemlich viel Geld verdienen. 18 mal 18 sind die bit -Badges. Ja, ist doch egal, aber die machst du ja nicht selber, die lässt du dir ja zeichnen. Und das ist geil, <laughs> weil die haben nämlich endlich was zu tun. Das heißt, ergo weil es kommen ja auch immer mehr Partner etc. dazu, wir haben Jobs geschaffen. Also nicht wir, Twitch an sich erschafft damit immer mehr Jobs. Was ich geil ja, finde. Die, die Kreativen haben gerade so, also die haben sehr viel zu tun. Ne? Jo, finde ich sehr gut. Ja, finde ich auch großartig. Seien gegönnt. Früher hat man für die Emot noch 2,50 50 bezahlen. Oder hat sie Geschenke gekriegt. Jetzt können Leute davon, glaube ich, äh, gute, gute Leute können davon leben. Und das ist schön. Das freut mich. Finde ich gut. Oder man macht sie selber. Ja, gut, dann hat man da solche schlabberarme. Das sind keine Emot. Das sind Zustand. Du bist doch nur neidisch. Auf den Zustand? Okay. Ähm, eine sehr schöne Änderung, die mich sehr gefreut hat, ist äh, die Uploads, die Videos ähm, in den in Wot-Bereich Wot auf Twitch. Äh, die bekommen demnächst, ich habe es noch nicht bei mir gesehen, aber manche sollen es wohl schon haben, die bekommen ähm, eine Kommentarfunktion. Das heißt, ähm, wie bei YouTube auch. Wenn du jetzt ein Video hochlädst, kann man darunter seine Kommentare lassen. Also jeder. Man kann es natürlich ausschalten, wenn man es nicht möchte. Ähm, das wird so ein bisschen funktionieren wie bei, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, Soundcloud. Mhm. Äh, da konnte man auch schon an gewissen Timestamps im Lied sozusagen Kommentare Kommentar lassen. Das wird bei den WOTS eben auch genauso la laufen. Es ist jetzt momentan nur für die Uploads, also nicht für alle WOTS, nicht für Past-Broadcasts oder sowas, sondern wirklich nur das, was du hochlädst, ähm, wird das freigeschaltet. Ähm, aber wie gesagt, also es wird Timestamps haben, du wirst Emotes daran klatschen können und dann kann jemand anderes wieder darunter kommentieren. Und irgendwann brechen auch auf Twitch äh, irgendwann mal Shitstorms unter Videos äh, aus. Ich hoffe, man kann löschen. Und bannen. Das kannst aktivieren. du auf jeden Fall. Ja. Also löschen so ist mir egal, aber bannen wäre sehr, sehr geil. Oh. Mods werden da auf jeden Fall die gleichen Funktionen haben. Du hast jetzt schon im Dashboard eine Übersicht. Ähm, Wortkommentare heißt die, glaube ich, oder so. Oder Uploads-Kommentare. Die ist jetzt schon da. Die ist bei mir. Du musst reden. Bitte? Reden drücken. Du warst weg. Ich muss Was siehst du? Ja, du bist gerade verschwunden. Ich hatte Sound. das vorhin auch. Ja, dass auf einmal Hä? ich habe nichts mehr gehört von euch gehabt. Was ist denn hier heute mit 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 Teamspeak? Rede doch. Da Rede da doch. Jetzt, ja. Jetzt das Dashboard. Okay. Äh, Im Dashboard sind neue Informationen. Äh, ne, neuer neuer Bereich. So bei jedem Streamer. Da ist ein, ähm, die, die heißt Kommentare oder Uploads oder sowas. Da kannst du schon einsehen, da wird dann später eben die Kommentare zu deinen Uploads, wird man da finden können. Nutzt ihr die Upload-Funktion viel? Ich hab, als es neu war, zwei Sachen, ein Gitarrenvideo und, nee, zwei Gitarrenvideos hochgeladen, um es auszuprobieren. Und das war's. Ich möchte Danach... in Zukunft mehr, mehr nutzen. Also ich nutze es gar nicht. Also. Ja, aber du produzierst ja auch Videos. Ich weiß gar nicht, wie viele ich da drin habe. Zehn, glaube ich, mittlerweile oder so. 15? Jeden Vlog, oder? Ja. Ja, eben. Ich mache ja keine Vlogs. Ich finde es cool. Hm? Weil so kriegt das halt jeder mit von deiner Gefolgschaft. Bei, bei YouTube ist das immer so eine Sache. Ja, das stimmt. Ich finde find auch gut, dass sie dann eben die Kommentarfunktion ja. Seien wir mal ehrlich, objektiv fehlen die Kommentare bei den Uploads. Der Community-Charakter. Ja, so ein bisschen, das stimmt. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Mal sehen. Finde ich schön. Dann kann ich da auch einen Guide zu, ich poste den mal im Chat. Für ja, bitte. Alle, interessiert. Das war eben der Guide, das war nicht die Ankündigung im Blog, sondern wirklich auf in der Help- im Help-Center von Twitch ähm, schon die ganze Dokumentation, wie das ungefähr aussehen wird, mit Screenshots, ähm, wo man es einstellt und so weiter. Wen es also interessiert, da kann man das äh, sich äh, durchlesen. Dann äh, sind die ersten Einladungen für das Affiliate-Programm rausgerollt. Ich kenne schon ein paar. <laughs> ähm... Sind noch nicht alle, die es verdient hätten, aber das war ja klar. Die werden ja nicht alle auf einmal rausschicken, sondern es wird wahrscheinlich komplett, also so wie ich das jetzt die, die Beobachtung gemacht habe, wird es komplett nach Zufallsprinzip rausgeschickt. Ähm, es werden nicht erst von oben die, die am meisten Viewer haben und dann wird runtergearbeitet, sondern es wird querbeet wirklich durch die Bank ausgewählt und die kriegen dann eben die Einladung und jede Woche kommt eine neue Welle. Und anders kannst du es auch nicht machen, sonst ähm, beschweren sich alle. Ich lese ständig irgendwie, oh, ich habe doch keine Einladung bekommen, ich habe doch schon zehn Viewer. Ja, ne? RNGs. So ich lese ich aber auch ganz Seite. viele, die eine Einladung bekommen haben und aber nicht gleich schreien, ja, sondern sich das auch wirklich erst äh, überlegen. Mhm. Ich habe auch von vielen gelesen dass die das nicht machen wollen, weil sie die Memo nicht bekommen haben, dass später die ähm, Subs dazukommen sollen. Sondern die denken, das ist nur für Bits. Und Bits sind ja in Deutschland total nutzlos. Und deswegen möchten sie das nicht nutzen. Vergessen aber, dass eben Soon TM, ich schätze, wenn soweit alle eingeladen sind und die Wellen ein bisschen runter äh, abnehmen, ähm, dass dann eben auch dieses Subsystem für, für ähm, Affiliates kommt und dass jeder sein eigenes 1 sein eigenes äh, Emote bekommt, genau, Sub-Emote. Von daher sollte man sich das tatsächlich überlegen. Es gibt jetzt äh, oder es gab diese Bedenken, weil in den Regeln steht: wer inaktiv für ein Jahr ist, ähm, dessen Affiliate-Account wird gesperrt und gelöscht und es wird ausgezahlt, was noch auf dem Konto drauf ist und so weiter. Ähm, das haben manche Leute missverstanden und denk dachten, ja, wenn ich jetzt ein Jahr lang kein Geld einnehme, dann sperrt mir Twitch das. Deswegen hat Twitch da jetzt ein ähm, neues FAQ rausgebracht, wo eben diese Bedenken noch mal, ja, ähm, ähm, noch mal, äh, äh, also da der Wind rausgenommen wird aus den Segeln, äh, denn das einzige, was Twitch sagt, ist, dass ähm, der Affiliate Vertrag nur dann aufgelöst wird, wenn man wirklich länger als zwölf Monate nicht gestreamt hat. Nicht, wenn man irgendwie länger als zwölf Monate keine Einnahmen gemacht hat oder so. Das steht da wirklich nochmal drin in den FAQs. Ähm, da steht auch drin, dass wenn Twitch so, ein, so einen Affiliate-Vertrag auflösen sollte, dass sie dann 25 Dollar quasi als Gebühr... Nehmen und den Rest, der noch auf dem Konto drauf liegt, dann auszahlen und solche Geschichten. Also, das sollte man sich dann auch durchlesen. <laughs> Damit eben solche Bedenken nicht entstehen. Das ist ja so, liest ja. sich gut, der Blog. Und äh, der, der Twitch-Account wird nicht gelöscht, <laughs> nur der Affiliate-Vertrag. Das ist auch wichtig. Ihr müsst nicht jetzt Angst haben, dass euer kompletter Twitch-Account dann äh, gelöscht wird. Genau. Therese, wie darf ich dich kurz was fragen? Bist du im Traumland wie? Ich kann dich jetzt nicht hören. Ach kacke, ich kann euch nicht hören. Du kannst uns nicht hören? Hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo? Also Dizzy höre ich nicht. Oh Ach, Gott! Jetzt. Oh jetzt. wow, jetzt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe für, 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 für GTA habe ich das doch verbaust. Warum redet hier keiner mit mir? Ich habe die ganze oh, Zeit wow. gequatscht. <laughs> okay, gut. Entschuldigung. Ja. Nun. Ähm, ja. Ich nick das, äh, ja. Mhm. Achso, okay. Ich wiederhole. Ich dachte, das du wolltest jetzt nicht noch <laughs> dazu was sagen. Nee. Was ist denn hier heute mit der Technik los, mein Gott? Ich weiß es nicht. Ich also, bin dabei, okay. ich bin Technikschreck. Hi. <laughs> Sehr gut. Ähm, letzter Punkt tatsächlich. Und zwar äh, kann man jetzt bei in der Clip-Funktion User Timeouten und wann ähm, das heißt, man kann einzelnen Usern verbieten, Clips zu erstellen. Und deren Clips auch löschen. Das konnte man vorher nicht. Vorher konnte jeder Clips erstellen, so viel er wollte. Und du konntest ihm das nicht verbieten. Jetzt kannst du daher gehen und sagen: äh, Dizzy, du machst echt keine schönen Clips. So, jedes Mal, wenn ich mich vorhin überbeuge, kriege ich einen Clip von dir. Du kriegst jetzt erstmal eine Woche Timeout. So. Ähm. Und dann darf der Dizzy bei mir keine Clips mehr machen. Darf ich was mhm. gestehen? Ich habe noch nie einen Clip gemacht. Ich schon. Ich auch nicht. Ich habe noch nie einen Clip gemacht. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, gebannt ist im Chat, kann er dann automatisch auch keine Clips mehr erstellen Nein, oder? Das sind zwei voneinander unabhängige Sachen. Das müsste man da noch mal extra. Ja. ja. Okay. In der Clip-Seite. Das heißt aber auch, ich kann irgendjemanden so einen Spaßvogel eben, der meint. Äh, Oh, immer wenn die hier aufsteht und hier einen dicken Ort zeigt und einen Clip machen. Dann sage ich so, du, ne, schön, dass du da bist, aber äh, Clips kannst du nicht mehr machen. Du kriegst einen ja, auf wohl. die Finger. Ja, ah, wohl. okay. Clips machen kann man entweder auf dem clip symbol im Player oder auf der Taste X, glaube ich, war es. X? Ja, alles täuscht. Ja. Nö. Bist du auch. <lacht> <lacht> Was? Bist du auch im Stream. Ja, klar. Also mit der Maus drin rein. Ja, klar, ich bin voll drin. X! Hier geht doch nicht mit. Was ist das für eine Taste? Es gab eine Taste, verdammt. Ist egal, steht auf der Seite nicht gerade vor -X. Alt -X. Alt X. Alt X, danke, danke. Wow. Therese sehr mein schön den doch. Blog gelesen. High Five. Ist hier. Ach, das kommt nur, wenn man bei so einem tollen Unternehmen arbeitet wie wir. Hm. Oh, eigentlich müsste ich mir das hier auch noch quer drüber kleben. Oh, Therese, Mensch, <laughs> dass das so gut <laughs> funktioniert bei uns. Mann, Mann, Mann. <laughs> Ihr seid halt die Pro-Twitcher. Äh. Mm. Äh. Mm. <laughs> Nun. So, das war die Pip, 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 Twitch News. Großartig, Slabby, geil. Das Engagement, das Engagement. Äh, übrigens, darf ich noch was zum Affiliate sagen? Ja, bitte. Hey Leute, wenn ihr ins Affiliate eingeladen werdet, kriegt bitte keinen Höhenflug, okay? Also bleibt bei, bei euren Leisten so. Nicht, dass ihr, ihr seid nicht morgen Partner und so. Und versteht ihr? Es ist schön, es ist gut. Es bringt euch ein bisschen was, dass ihr reinvestieren könnt, neue Sachen machen könnt, aber kriegt keinen Höhenflug. Um, davon gibt so ein, zwei Kandidaten, von denen ich weiß. Entspannt euch. Seht es als Chance an, aber guckt nicht schon auf das nächste Feld, sondern kümmert euch erstmal und bestellt euer eigenes jetzt gerade vor Ort. Um, let's go. You can do it. Okay? Aber sinnig. gemacht. Und kündigt Ruhig. nicht eure Arbeitsstelle. Gibt's das schon? Affiliates, ja. die Arbeitsstellen? Ja. Was? Habe ich gehört. Ich weiß jetzt keinen Spezialfall, aber ich habe gehört, da soll es Leute gegeben haben, die wurden Affiliate und haben direkt ihren Job gekündigt. Viel schlimmer ist, du hast Arm-Emotes, Scissor. Du hast Muskeln. Lass mal Muskeln vergleichen, warte. Ich kenne meinen selbst Umfang. Oh, die sind aber schön gezeichnet. Oh, das sieht, das sieht aber sehr nach Suki aus. Ja. Aha. Absolut korrekt. Wow. <laughs> die sind viel dicker als meine. Die sind viel dicker <laughs> als deine. Verdammt. Auf der GameStorm werde ich keinen Andrücken machen gegen dich. Ja, kannst du einpacken. Peace. Voll gut. <laughs> ja, äh, gut. Ja. Nun, ja. nun, haben wir Fragen? Wollen wir in die Pause gehen oder direkt? Ja, ich würde sagen, äh, ich weiß nicht, wollen wir kurz mal eine ne, Pipi-Pause machen und dann äh, machen wir eure Fragen. Leute, wenn ihr, wenn ihr Lust habt und noch eine Frage stellen wollt, weil heute ist, ist eine sehr kurze äh, Ausgabe, denn wir haben nicht äh, so viele Themen, es hat sich nicht so viel angehäuft. Äh, falls ihr noch Fragen habt an die bezaubernde Scizor äh, oder die bezaubernde Sali äh, oder, naja, Slappy oder vielleicht mich, dann könnt ihr das gerne tun. Denn unter Hashtag Plankenschnack auf Twitter sind wir zu erreichen und ihr könnt euch auch gerne im, äh, auf dem Twitch-Server melden unter Hashtag Plankenschnack. Wir sind, glaube ich, kurz mal zwei Minuten weg und dann sind wir gleich Was? wieder da für euch. Okay? Also, Pipi-Pause, let's go!

Guten Tag, wir sind zurück aus der Pause. Und oh. wir haben folgende äh, Gesichter immer noch hier. Oh Gott, schon wieder die falsche Seite. Oh Gott. Oh, zum Glück sind gerade noch ein paar Fragen reingekommen, sonst wäre das ist heute wirklich eine sehr kurze Version gewesen. Puh. Aber muss ja auch nicht immer lang sein, ne? Man kann ja mal ein Quickie machen. Uh. Oh, ja. Wow, die erste Frage ist: Eistee, Physik oder Zitrone? So eine Frage haben wir schon lange nicht mehr gehabt, oder? Ja, Könnt ihr euch Zitrone. noch an die Anf An die Anfangszeiten erinnern? Ja. Koko oder Brötchen? Senf oder Bajo? Senf ja, genau. Wo ist Boggy eigentlich, wenn man ihn mal braucht? Oh. Wo ist Boggy eigentlich? Ja, ich weiß, wo Boggy ist, aber das kann ich hier nicht kundtun. Boggy okay. geht's gut. Sehr gut, das freut mich. Grüße gehen raus an Boggy. Bei mir auch. <laughs> äh, Therese und auch alle Zuschauer, um euch das zu erklären: Wir hatten mal jemanden da, der hat so einen ganzen äh, äh, Bravo-Katalog uns gepostet. Also wirklich so 100 Fragen: äh, The Best of Bravo. So Dr. Sommer-Fragen. Okay. Und. Äh, yeah. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag kamen solche Fragen und jetzt gibt's keine Fragen mehr, aber äh, es sind noch ein paar drinne. Äh, äh, Pfirsich oder Zitrone? Wo hast du denn diese Frage? Ich sehe die gar nicht. Zitrone. Bei, Zitrone. bei Twitter. Ich bin definitiv für Pfirsich, also... Pfirsich? Ja, Pfirsich ist super. Da okay. fängst du an, wieso ja. fängst Du fängst nicht unten an? Na, unten ist Warum doch gar nichts so so mehr. Warum, wieso, weshalb, jetzt beantworte doch endlich die Frage! Dachte, äh, Zitrone, Steak, auf jeden Mund Fall Zitrone. Nimmst. Zitrone. Seid ihr denn alle so sauer? Äh. Am liebsten so, mit, ein bisschen, mit ein bisschen Kohlensäure drin. Ich verstehe auch nicht, warum die hier mal rummeckern. Ah. Das ist Hä? überhaupt nicht mein Gemütszustand. Immer dieses laute Rumschreien. Wow. Nee. Ich bin das sensibel, es ist Sonntag, okay. Zitrone. Yes. Zitrone? Ich bin für, für beides. Ich mache Pfirsich und Zitrone. Der grüne Tee von Fanna. Wenn überhaupt. Ja. Dieser Kaktus-Dingsbums? Ja, ja, Kaktusfeige. Ja. Das ist der einzige, den ich von denen trinke. Echt? Ist, ja. Ansonsten mag ich die anderen nicht. So Pfirsich schmeckt irgendwie immer so. Wisst ihr, was ja. mir aufgefallen ist in letzter Zeit? Wenn man viel redet. Ne? Äh, du kriegst dann, einen pappigen Mund. Du kriegst echt einen super pappigen Mund. Ja. Ich, ich, ich steig wirklich bald auf Wasser um. Ja, Wasser. Ich habe mir so einen, so einen Sprudelmax, äh, wollte ich mir organisieren. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Weil ich brauche immer so ein bisschen Geschmack, brauche ich schon. Und da ist dieser Sprudler. Ich glaube, ich werde auch auf Spritz umsteigen hier, diesen Sprutz, Bubble, Bubblewasser heißt das ja. Ja. Wie meint ihr, wird es weitergehen mit den Leuten, die äh, jetzt erst mit Twitch anfangen, in Bezug auf Viewer generieren? Oh. Ja, genauso wie bei allen, bei allen anderen auch, oder? Wie immer. Also es war immer hart. Ich, ähm durch die Masse zu dringen, würde ich sagen. So früher, als Dizzy zum Beispiel angefangen hat, gab es zwar weniger Streamer, da gab es aber auch gleichzeitig weniger Zuschauer und es genauso hart, würde ich sagen. Das heißt, ähm, du setzt dich <laughs> hin auf den Arsch, streamst einen Monat oder zwei, fast jeden Tag und versuchst, äh, besser zu werden und deine Qualität nach vorne zu bringen. Ja. Ich denke, man muss aber auch dranbleiben. Also ich denke, ein oder zwei Monate ist selten, dass es ausreicht, dass man so wächst. Weil man, also ich weiß nicht, ich habe das damals als Spaß angefangen, ich hatte nie ein Ziel damit, ja. Ähm, deutsche Partner gab es so gut wie gar keine zu dem Zeitpunkt. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich da jemals auch nur einen Cent aus dieser ganzen Geschichte bekomme. Und ähm, inzwischen ist es ja so, dass super viele mit dem Hintergedanken anfangen, damit mal Geld zu machen. Allerdings, glaube ich, stellen die sich das immer ein bisschen leichter vor, als es eigentlich ist, weil ja doch mehr dahinter steckt, als man so sieht. Ja, also, ja, der Twitch-Chatter sieht ja nicht, was alles dahinter steckt, hinter diesem ganzen Kamera, Mikro, vielleicht auch noch cooles Licht. Ja, ich weiß nicht, wer von euch sich anleuchten lässt. Aber da gibt's ja einiges, auf das man achten kann, wenn man möchte. Ich verstehe übrigens keinen mehr von euch. Nee, wir sagen das redet ja auch, auch keiner. Seid alle still? Warum seid ihr denn immer so still? Ja, lauschen du, hier. <laughs> wir lauschen dir. Es ist schön, hört. dich mal zu hören, Therese. Oh. Ich habe das letztens auch. Art ich habe das was? letztens auch gesagt. Ich habe ja nur schon öfter mal ein bisschen was mit dir gemacht, nicht? Ja. Und denn. Rätig. Ja, da freut man sich immer, wenn du mal redest. Du bist immer <laughs> so zurückhaltend. Ja, ich höre mal ganz gerne zu und beobachte. Guck mhm. mir das erstmal an, aber. Ist nicht so, als ob ich scheu hätte zu reden. Nee, nee. bin, bin da. Ja. <laughs> ich denke prinzipiell, dass es sogar einfacher geworden ist mittlerweile. Als früher. Definitiv. Also Partner zu werden, definitiv. Auch, ja. Das haben wir. Also wenn man das Ziel hat, damit Geld zu verdienen, ist das definitiv einfacher geworden. Viel, viel einfacher. Es ist, also ich meine, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber prinzipiell ist das viel, also es ist a, einfacher geworden, nach weiter oben zu kommen. Das ist das Schwierige. Aber da muss man sich halt mal hinsetzen auf den Boden und was machen. Ganz einfach. Wie überall. Ich sag dazu, ich sag immer dasselbe. Ja, ich glaube, wir sagen schon seit Jahren. Ja, ich, ne, ich, ich finde einfach, wenn man gerade mal angefangen hat zu streamen und sich darüber dann gleich so Gedanken macht, das ist so, mach doch einfach, was dir Spaß macht. Ja. Und dann wirst du Gleichgesinnte finden, die daran Spaß haben, wie du Spaß hast. Und dann wird man sich austauschen. Und dann wächst das. Und ob das jetzt schnell oder langsam wächst, das äh, sei mal dahingestellt. Ich, ich ähm, do it. Wenn du dich schon verstellen musst für deinen Stream, um, um andere Leute anzuziehen, dann ist das wäre wär das für mich schon mal nicht das Richtige. So mach das, was dir gefällt. Stream das, was dir gefällt. Spiel das oder oder sei kreativ, aber mach doch das, was dir gefällt. Weil das kommt drüber. Finde ich. Möchte noch jemand was dazu sagen? Nee? Nö. Habt ihr Guardians of the Galaxy 2 gesehen? Oder wollt ihr es noch? nochmal. Ja. Oh. Ich war im Kino. Nach über fünf Jahren hatte ich ein Date. Ja, das war richtig schön. <laughs> Wusste Stefan davon? Ja, mit Stefan. Das Ach war so. voll schön. Also wir sind seit neun Jahren zusammen und seit über fünf Jahren verheiratet und wir hatten ein Date. Das war richtig schön. Mit vorher was Trinken gehen und dann süßes und salzes, salziges Popcorn und Nachos. Und ich war über fünf Jahre nicht im Kino. Und Guardians of the Galaxy ist halt bei uns, äh, wir lieben diesen Film und, und, und äh, den ersten Teil schon zigtausendmal gesehen. Und ja, es war großartig. Wir sind gut. <laughs> ich liebe diese. Ich würde gerade sofort nochmal gehen. Ich freue mich für dich. Ja, Du hast gerade sehr glücklich gewesen. Schön erzählt. Also wirklich sehr, sehr glücklich. Das ist schön. Ich war ja fünf Jahren endlich mal wieder ein Date. Der Maga hat mich endlich mal ausgeführt. Und es war nicht nur schnulziges Essen bei Magas. Nein, wir waren im Kino und hatten Popcorn und Nachos. Das war voll schön. So, jetzt dürft ihr erzählen. Macht euch wieder lustig über mich. Macht doch keine. Wir freuen uns über dich. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir bestimmt angucken. Aber erst auf Blu-ray. Oder DVD oder was auch immer. Netflix. Vielleicht gehe ich morgen ins Kino und gucke mir den Film an. Morgen ist Montag. Mal sehen. Voll gut. Aber ich, mein mhm. Arsch ist halt zu dick für Kino. Mhm. Mhm. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube, also ich nehme mir mal vor, für Filme ins Kino zu gehen. Und ich gehe im Endeffekt irgendwie nicht. Mhm. Dann gucke ich es mir irgendwann mal an. Oder ich mhm. guck sie gar nicht an. <laughs> Aber irgendwann kommen die auch raus auf, auf Netflix oder Amazon Prime oder... Auf diesen runden Dingern, die man im Laden kaufen kann. Aber da, da habe ich da, da keine Abspielmöglichkeiten. Mein PC hat kein Laufwerk und mein Fernseher hat sowas auch nicht. Genau das ist das Problem. <laughs> Playstation. Ich habe ich nicht. Hat hm. kein HDCP an. Muss ich umstellen so Oh, wow. Mit. Ja, dieser eine Klick, der ist ja, das kompliziert. Ist ja, und dann muss ich das HDMI-Kabel aus der Capture-Card rausnehmen Nein, und in den Fernseher dein... reintun, doch. So. Dann sendet der das nicht. Viel zu viel Was? Arbeit. Du musst, nur HD du musst das nur ausschalten und dann wird gesendet. Ich nee, weiß dann, es. Dann kriegt die Karte ja keinen Empfang mehr. Ich ja, dann du musst es wieder ausmachen. Ach so, du kannst. Ist hast doch egal. Ja, okay. Ich mach nur Spaß. <lacht> mhm. <lacht> Okay, war okay, war witzig. Nee, doch Slabby, das hatte ja faule Socke, ey, faule Socke. Okay, können wir bitte einmal Hashtag faule Socke für Slabby nagen? Ähm, sisi, 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 da. Wann gibt es ein äh, Special mit? Nein, äh, nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Ich habe noch eine Frage. Ja. Süßes oder salziges Popcorn? Sind wir heute bei diesen? Okay, süßes Popcorn. S salziges. Aber Stefan Sech. nimmt Süßes und dann kann ich auch mal ins Süße reingreifen. <laughs> ich mag beides, aber salzig ist schon lecker. Oh, ich sehe. Kann se. ich auch Nachos haben? Ja, die haben wir auch mit Käse. <laughs> oh, die waren so lecker. Ja. Aber wenn der Film anfängt, sind die Nachos immer leer. Deswegen brauchst du wahrscheinlich Popcorn für davor und Nachos dann während des Films. Nein, nein, Nachos für davor, weil wenn der Film dann startet und es ist schon so dunkel und du fährst oh, mit dem klug, Finger ja. dann immer in den Käse-Dip rein, das, das mag, ich mag so Schlutzzeug nicht so an den, den Fingern. Auch nach fünf Jahren bist du definitiv noch Kinoexperte. <laughs> und dann das Popcorn währenddessen, da muss man nämlich nicht hingucken, wo du hinfährst, sondern einfach nur <laughs> das, ist, das ist voll gut. Und nach dem Film schüttelst du dich einmal ab und dann bist du wieder sauber. Ich bin doch nicht so doof, ich kann doch essen. Was macht ihr mit den harten Stücken, die noch nicht gepoppt sind? Schlucken. Öh. Also, ich hatte, ich hatte mal eine ne Zeit, da habe ich die so zwischen den Daumen und so und dann. Das habe ich gemacht. Aber ich bin jetzt erwachsen. Was hast du damit gemacht? Na, die flutschen, richtig. Die musst du halt rund lutschen, sozusagen. Und dann steckst du den zwischen den Zeigefinger und den Daumen. Und dann kannst du die so. Den hast du dann damit angeschossen? Ja, den, den es halt getroffen haben. No, no context. Wow. No context ich Kann das mal einer klippen ohne die Frage vorher? Das wäre super. Und Mädels, seid ihr keine draufgänger? Nein. Das macht Ich seh, geh doch nicht ins Kino und flutsch den meine rundgelutschten Maiskörner irgendwo ins Haar. Sag mal. Mir ist das auch schon passiert. Auch mich hat schon einer mit dem Kaugummi beschmissen im Kino, okay? Wow. Ja, kein Wunder. Ich mach das doch <laughs> jetzt das nicht mehr. Da war ich jung und unerfahren. Jetzt bin ich erwachsen. Jetzt mach ich ja, die... Kann ich genauso runtergehen, mich aufbauen vor denen und sagen, aufs Maul? <lacht> <lacht> das ist genau das Gleiche. Och nö, nö, hab ich irgendwie keine Lust zu. Wow. Ich werf die auf den Boden. Ich mach das jetzt nicht mehr. Ich habe das früher gemacht. Ich wollte nur mal einen Tipp geben für Menschen, die eventuell auch zu Hause Popcorn essen. Damit kann man extrem gut schießen. Ich mach das und, nicht mehr. Und, Mama und was macht sie wird extrem wütend, wenn sie saugen muss. Ja, klar, ey. <laughs> Ganz toller Tipp. <laughs> ja, dann muss Mutti, ja, du saug doch selber. Wie gesagt, es passiert heute nicht mehr. Tut das nicht in der Öffentlichkeit, okay? Entschuldigung. Was machst du denn heute damit? Ja, heute schlug ich sie runter. So, danke schön. Ja, warum Mais. denn? Die kommen doch sowieso am Ende wieder raus. Ja, ja, Na, will. ob du sie nur so reinschmeißt oder ne? Was machst du denn damit? Ich werf sie auf den Boden. Wow! Warte, warte, hier du Sissi. Ich gehe aber auch nicht mehr ins Kino. Wow. Das würde ich jetzt nie machen, weil es gibt immer Leute, die das wow. wegputzen müssen. Darum würde ich das nie auf den Boden spucken. So sehe ich das nämlich auch heute. Das ist echt, das ist echt meine Meinung. Das ist scheiße. Das würde ich nie machen. Und wenn mir irgendwo so ein Popcorn hingeflutscht ist, dann suche ich das in all den Falten, die da existieren. Ich finde es auch wieder. Also, es ist selten, <laughs> dass mir da was auf dem Boden fällt, ja? Ich suche. Wo ist es denn? Stefan, <laughs> hast du das Popcorn gesehen? Wir müssen das hier noch äh, aufheben. Ah. Wo ist denn das jetzt? Stefan! <laughs> Stefan, jetzt wo ist denn das? Und dann sehe ich sowieso schon, Stefan, das aufheben und nicht du. Wow! Grüße gehen an dich das raus, Stefan, schön ist auf das, der wenn Couch. Und dann so und dann hast du auf einmal Pop oh, guck mal ein Stück Popcorn noch. Hm. Okay, ah, nächste Frage oder vielleicht... Wann gibt es ein Special ja. Prof. Dr. Bed. cell out Schulung für alle? Oh. Uh. Ja, da muss ich ja jetzt mal sagen. Schöne Grüße an Herrn Dent Letzte Woche, vorletzte Woche warst du eingeladen, hat er abgelehnt. So jetzt könnt ihr euch Aha. mal bei Herrn Dent schlau machen, äh, nicht? Der wollte hier nicht herkommen, hat gesagt. Äh, ja. Dizzy, ich meine, ich mag dich, du bist ein netter Typ und danke für dein Follow. Aber weißt du, irgendwie. <laughs> nee, äh, sorry, Dizzy, aber du bist mir nicht sportlich genug, weißt du? Und äh, ich komm nicht. Ich sag nicht. Ich sag einfach ab, verstehst du? So, und jetzt könnt ihr mal zu Icy gehen und fragen, ob er vielleicht nochmal zum Plankenschnapp kommen will. Icy, I love you. Ah, Schön. da ist er. Aha, er war zeitlich verhindert, natürlich. Oh, ja, sicher. See. Natürlich. Das sagen sie alle. Das höre ich jeden Tag. Er war wahrscheinlich auf einer Schulung und hat mir nicht Bescheid gesagt. So, mhm. meine Sekretärin wartet immer noch auf die Mitteilung deiner Sekretärin, Herr Incident. Ja. Rutschen, baiten, triggern. Die drei Schritte zum besseren Streamer. <laughs> Welches MMORPG findet ihr momentan am besten? Ähm, Dark Age of Camelot. Hatten wir schon lange nicht mehr tatsächlich. Wo ist Garak, wenn rein. man die braucht? Ja. Age of Camelot, ja. Ich spiel keins. Also ich hab keins. Nee. Spiel keins. W.O.W. spiele ich Ebenfalls keins. Spiel W.O.W., aber privat. Aber privat. <laughs> Euer Killer-Feature für Twitch, auf das ihr sehnsüchtig wartet. Träume sind erlaubt. Hm. Feature, ne? Feature, welches, welches Feature? Boah, alle die, alle, die ich mir letztes Jahr gewünscht habe, sind dieses Jahr erschienen auf Twitch. Und noch 20 bessere. Und noch 20, ja. Ähm, ich bin momentan, es ist so viel. Hm. Ich, äh, ja? Ein eigenes Donation-System, das nehme ich mal dem DC vorweg. Bits in gut, ja. Ist das nicht schon so ein bisschen mit den mit den neuen Subs? Mm -mm. Nee. Mm. Ja. Hm. Ah, ein bisschen. Jetzt hast du mir meins weggenommen. Ja, weiß ich. Aber auch weil du sehr böse heute zu mir warst. Ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, momentan bin ich echt wunschlos glücklich. Sie haben es uns möglich gemacht, in ein bisschen bessere Qualität zu streamen. Wir haben unterschiedliche Subbenches bekommen. Playlisten. Playlisten haben wir gekriegt, wir können Uploads machen. Wir haben so viel gekriegt. Ohne Witz. Ja. Ohne Witz. Und es wird immer mehr. Der, der, der Raum wird immer größer, noch mehr Leute können kommen, werden Partner, also so, das wird alles noch größer. Um, Twitch arbeitet sehr nah mit sehr vielen Streamern zusammen in letzter Zeit. Das finde ich auch sehr geil. Um, Gerade bezüglich auf die Werbung uh, für, für, wie hieß es nochmal der Film? Uh, wie hieß denn dieser Film mit, uh, wie heißt denn die schwedische Dame Johansson? Ach so, ja, Ghost das, in the Shell. Oder ja, was? Ghost in the Shell, da gab es auch was. Das, das fand ich sehr, sehr geil, muss ich sagen, dass Twitch da äh, gemeinsam so, so ein Placement gemacht hat. Das fand ich großartig. Das Einzige, was mich wirklich stört, neben dem, neben dem Dings, und leider dreht sich das auch um Geld, der, der, der Bitwert, das haut noch nicht hin. Das ist scheiße in Deutschland. Also da muss definitiv noch was passieren. Das geht gar nicht. Das ist absolutes No-No. Das geht nicht. Aber ansonsten bin ich wunschlos glücklich bei Twitch. Mehr als wunschlos glücklich. Ich glaube, Icy also. hat mir gerade halt geschrieben. Also, mir würde tatsächlich auch nichts einfallen, ähm, was ich mir jetzt wünschen würde. Es kommen sogar Sachen, bevor ich sie mir wünsche. Wo ich weiß, dass ich sie möchte. Du hast da Insider-Informationen? Nein. Ganz Achso. im Gegenteil. Ich bin Achso. ja diejenige, die die Artikel, die ihr postet, immer noch liest. <laughs> das fällt gar nicht auf. Was? So ja? gut bin ich. Nee, ich bin, also es ist äh, ja. Mehr erschienen als äh, gewünscht. Also. Ja, ich glaube, mehr ja. braucht man dazu echt nicht sagen, oder? Nö. Nee. VIP-Badge. VIP-Badge haben wir doch schon. Das Hähnchen ja, ist das doch schon. Für Partner. Ich das meine, ist Dass super. du selber für deinen Chat VIP-Badges vergeben kannst. Du kannst doch, glaube ich, bald Subs vergeben. Nee, das will ich nicht. Das kostet ja Geld. Dann müsste ich auch was zurückgeben und die Community. Nee, das meine ich nicht. Ich mein, du meinst jetzt Leute, also, so beste Freunde, die jetzt halt bei mir reingucken, ab und zu. Die können das haben. Ja, die sind ja immer noch sub. Ich will den ja dann vielleicht, weiß ich nicht. Dann gibst du noch ein Schwert dazu. Ja, eben. Damit ich denen halt eben kein Schwert geben kann. Weil das Schwert ist halt dann für Mots. Vielleicht haben deine Freunde Lust am Bannen? Also bei mir vielleicht. zum Beispiel. Ich wäre sehr traurig, wenn du mir das nimmst. Weil die Option zu bannen in einem die Chat nehme ist... nehme ich dir nicht. Nicht? Die nehme ich dir nicht. Um Gottes Willen. Das ist, als würdest du mir die nehmen. Überlege ich dir das mal. Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Bin ich. Da wirst du auch nicht mehr dran, drüber nachdenken. Oh. Ich banne gerne, auch bei dir. Ich habe schon, hab schon ein bisschen gelernt, wie man beim Roleplay äh, timeoutet. Keine Tipps geben und so. Keine Meta-Tipps, habe ich gelernt. <laughs> du guckst ziemlich mich. viel zu, scheinbar, in letzter Zeit. Ja, ich habe gestern angefangen und sehr viel geguckt. Okay. Doch Schön. sehr spaßiger, als ich gedacht hätte, dieses GTA-RP. Muss ich wirklich sagen. Vor drei Tagen war ich noch so, oh nee. Ich spiele kein, ich gucke kein äh, RP, so mein Leben ist perfekt, ich muss mich nicht in andere Leben flüchten, so übertrieben gesagt. Aber ich muss sagen, äh, gestern, also der, der, hier der, o Opping, 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 Opping. Ach, ein Traum, ein Traum von einem Mann, wirklich. Der muss anfangen zu streamen, dann, bin, ich bin sein erster Sub, wenn Öpping anfängt zu streamen, bin ich sein erster Follower. Sag dem bitte, er soll streamen. Toll. Der ist unglaublich lustig, wirklich. Öpping ist ein Top-Typ. Top Toll. Danke, dass du bei mir guckst, um Öpping zu sehen, du Arsch. Du hast einen 25-Euro-Sub von mir bekommen, hör auf zu flennen. Hey, hier geht's nicht um Geld. Okay, hier, gibt's um den, hier geht's um den Zuspruch. Hier <laughs> geht's um den Zuspruch. Es kann nicht sein, magst du Sigi nicht? Muss ich damit, damit Sigi reden? Magst du Sigi nicht? Doch, ich mag Sigi, aber Öpping ist ein äh, Naturtalent. Wirklich, öpping wenn du zuguckst, mach weiter so. Hör nicht auf. Sei Dienstag, wenn Dizzy wieder streamt, sei wieder dabei. Ich möchte <laughs> am meisten von dir gucken. Ganz viel von dir sehen. Wow. Ich rufe ihn Dienstag an. Extra, wenn du im Chat reinkommst, rufe ich ihn an. Danke. Ich frage mal, was da geht. Danke. Wow. Äh, wollen wir an der Stelle die Überleitung und die Brücke bauen zum Streamer der Woche? Übrigens, Tils, <laughs> für dich eine wenn Frage. Wir was denn? Ob wir schon mal Model waren, Handmodel ja, zum Beispiel? Handmodel zum Beispiel. Die Frage habe ich mit, mit Absicht rausgelassen. Okay, aber hey, hey, schon mal schon mal gemodelt, Handmodel zum Beispiel? Fragezeichen. Nein. <laughs> wow, sehe ich so aus? Ich habe gedacht, jetzt kommt die Riesenstory von der. Vor allem Handmodel. Guckt euch mal meine Hände an. Ich knabber mehr, als ich Hände habe. So, ich kann nicht so viel knabbern, wie ich Hände habe. Das ist nicht aber nicht gut. gut. Das? Nee, das weiß ich. Oh, das, das, das mein, ein, mein anderthalb Jahre alter Neffe der saß gerade auf meinem Schoß. Ich habe meine Hand auf den Tisch gelegt und er hat mit dem Finger auf, meinen Finger, auf, meinen, auf meine Daumen gezeigt und hat da, weil das <laughs> selbst für ihn eklig aussah. <laughs> er hätte vielleicht nur gesagt: Ugh. Ja. Also, ich habe schon mal gemodelt. Es gibt äh, Werbung zu sehen auf Twitch in letzter Zeit. Ist so auch. Wenn wir das unter Modeln verbuchen wollen. Mhm. Ja, schon. Mhm. Aber es gibt auch äh, wunderbaren Merch. Für den habe ich auch, äh, stand ich auch da und habe gemodelt, dass man mich zeichnen kann. Also, äh, ja, ich habe schon mal gemodelt. <laughs> Die Blicke. <laughs> Die Blücke. War, war bei euch auch abgehackt? Ja, ja. abgehackt okay, und jetzt habe ich zwei Dizzys in meinem Kanal. Was ist hier los? Oh, hallo? Hi. Oh, hallo. Ich habe jetzt Dizzy und Dizzy 1. Die ähm, ist weg. Nee, ich habe nur gesagt, ich war schon mal Model. Ja. Wofür? Ja, in einem Werbeklip zum Beispiel. Ehrlich? Oh, scheiße, dann war ich ja. Ach, oh. guten Morgen. Oh. Ja, du auch. Oh, Mist. Ja. Mann, wir haben so viel gemeinsam. Hm. Ja, Wir haben oh, echt schon eine Menge weiß. zusammen gemacht. Ja, ja. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ah. Und bald wieder. Jo. Jo. Das wird schön. Wahnsinnig schön. Aber, aber das ist halt das, das Schöne, wenn man bei Alternet äh, ist. Ja. Yeah. Yeah. Gut. Die, jetzt, jetzt hast du die Brücke kaputt gemacht zum Streamer der Woche. Jetzt waren wir gerade beim Stream und dann Doch, nee nee nee, Alternate sind ja auch ganz viele Streamer und oh. wir haben natürlich auch Lieblingsstreamer, ne? Den Streamer der Woche. Oh. Saison, bevor wir was jetzt aber in den haben Streamer die was der Woche zu tun. <lacht> 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 bevor, <lacht> bevor wir jetzt zum äh, kaputt. Bevor wir jetzt zum Streamer der Woche kommen. Äh, Siso, du hast das Schlusswort heute. Du schließt den Plankenschlag. Wir sagen halt vorher tschüss und du hast das letzte Wort heute. Nicht jetzt? Aha, also nicht später. jetzt, nee. Später. Ich möchte dazu sagen, es gab vorher schon Menschen, die haben Gitarre gespielt am Ende. Es gab Menschen, die haben gesungen am Ende. Ja. Oder einen Tag später. Oder einen Tag später. Also. Ähm, Wenn du eine Gitarre gerade parat hast und singen möchtest. Mhm. Du könntest, hast eine Möglichkeit. Kannst du auch nicht ähm, malen. Wenn <laughs> Du kannst auch ein Bild malen, ja. Also, okay, ja. Lasst uns erstmal die Katze vom Tisch kriegen hier. Okay? Gehst du? Super. Okay. Ich ähm, habe gerade nicht hingeguckt. Ich hab gedacht, das ist eine Metapher. <laughs> Lass uns erstmal die Katze hier vom Tisch bringen. So, was? Was ist hier los? Ach. Katze aus dem Sack, Katze vom Tisch. Ach so. Mäuse tanzen. Egal. So, oh. darf ich anfangen? Nee, ich habe schon angefangen. Meine ist zuerst. Oh, so. Entschuldigung. Hm. Ähm. Ich habe mich entschieden für natürlich einen GTA-Streamer, äh, weil die sind mir alle ganz lieb zurzeit. Und ich habe jemanden gefunden, mit dem ich die letzten zwei, drei Tage ein bisschen Kontakt hatte. Ich habe herausgefunden, dass der sogar ein, ein Zuschauer von mir ist und hier sehr viel zuguckt. Und äh, er ist sehr talentiert, er ist äh, sehr witzig. Also sein GTA-RP ist, ist super witzig, er ist ein, ist ein toller Typ. Einige von euch werden ihn auch schon äh, kennengelernt haben: Herrn Schleng. Oder Schling, oder Schlingelfutzi, wie ich ihn gerne nenne. Ähm, Lance ist sein Name. Es lohnt sich definitiv, äh, aktuell bei ihm zuzusehen. Er ist ein, äh, ein wirklich sehr, sehr witziger Typ. Sehr, sehr witziger Typ. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal einen Blick reinschmeißt. Bei Lance. Oder Herrn schleng, wie er auch heißt. Bitte. Den empfehle ich euch wärmstens. Den habe ich jetzt äh, ein bisschen geguckt. Und ähm, ich habe auch gelacht. Habe ich. Bitte. Und dann habe ich hier noch, ich glaube, das ist Sali. Ja, das ist Sali. Du bist dran, Sali. Ich habe ausgewählt eine wie Alaska. Um, ich kenne Fabi jetzt schon, puh, ich glaube, zwei Jahre ungefähr. Um, sie hat eine sehr, sehr lange Streampause dazwischen gemacht oh. und ich finde es großartig, dass sie jetzt gerade wieder angefangen hat. Sie ist ein ganz, ganz, ganz bezaubernder Mensch. Ich bin gerne bei ihr. Sie, man fühlt sich wohl in ihrem Stream. Sie nimmt sich sehr viel Zeit für die Community. Ähm, momentan spielt sie gerade Little Nightmares. Ähm, ein ganz wunderbares Spiel. Und das ist meine Streamerin der Woche. Oh, ich glaube, Slabby und Scissor sind schon wieder an der falschen okay. Stelle. Hey, Slabby, äh, nee. ich gebe da schon mal meinen Daumen of Approval drauf. Okay. Es, es tut mir leid, Leute, dass das jetzt hier vertauscht ist, Verzeihung. Durch das andere Talk. Also, ich schon lange nicht gestreamt, ne? No? Durch das Ja. Hast ja. okay. ja, jetzt aber ein vernünftiges Mikrofon? Ja. Also sie gibt sich sehr viel Mühe, ne? Ich glaube, das letzte Mal als sie angemacht, war einfach zum Warten war der Bildschirm nur schwarz. Also, sie, sie, sie kommt da jetzt gerade äh, wieder ran und, 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 und seid nett. Wenn ihr da vorbeischaut, seid nett. Und, und nicht so forsch. Heute hatte sie schon Hintergrundbilder und GIFs und ja. Cinemagraphs. Man lernt. Ich glaube, der nächste ist Scizor. Äh, Aber ich muss kurz wegen, weil hier sind andauernd irgendwelche, irgendwelche Fenster offen, die ich immer schließen muss. Weil, Twitch, bitte, tu mir einen Gefallen. Lasst mich mein Whisper endlich zumachen. Und das muss nicht, wenn ich im Twitch okay. schreibe, dass ich da auch noch aufpoppen. Es ist nervig. Können wir das wegmachen, dass dieser Pop-up auf dem Browser ausgeht? Das wäre super lieb. Wirklich, Das wäre das wär toll. Äh, Cesar, du bist, äh, bist dran. Ja. Warte. Ja, ja, ja. Und äh, let's go. Ich bin bereit. Ja. Also, ich habe da jemanden ausgewählt. Ich muss ja zugeben, ich gucke derzeit nicht so aktiv auf Twitch. Habe aber mitbekommen, dass jemand sehr, sehr viel Spaß dabei hat zu streamen. Und ich mag ihn. ist eigentlich ein ganz witziges Wesen. Ich mag ihn als Person ganz gerne. Ähm, League of Legends gehört natürlich der Rage mit dazu. Ja, macht er manchmal ganz gerne. Das ist der Vince. Ace for Wins auf Twitch. Macht das meistens abends und doch auch relativ lange, wenn er streamt. Kann man gut reingucken und äh, der nimmt eigentlich alles mit Humor. Der heilt auch einiges aus. Das, was ihr bei einem ähm, wie Alaska nicht rauslassen könnt, könntet ihr dann bei <laughs> ihm rauslassen. Ihm stört das nämlich nicht. <laughs> er kann Vor allem über seine Haare kann man immer schön ähm, urteilen. <laughs> Wer macht denn sowas? Das weiß ich auch nicht. Leute ohne, <laughs> habe ich gehört. Ja, ja. Mm. Dann, äh, Slappy, ich glaube, wartet kurz. Wir müssen das nochmal schnell verstecken, weil. Ja, ich muss jetzt selber gucken, wen ich hatte. Ich. Ah, ja, genau. Okay. <laughs> äh, ja, du darfst. Yes. Sierra Eagleson, eine ganz bezaubernde Dame, die äh, sehr, sehr gut Gitarre spielt, sehr, sehr gut singen kann. Also, wenn ihr mal einen vernünftigen Musikstream, wo jemand wirklich richtig gut singen kann und. Ne? Das sage ich jetzt. Ähm, Guckt das. Geht dahin. Followt ihr. Die ist jetzt gerade sowieso sehr, sehr im Kommen. Also letztes Mal ist ich bei ihr. Herr Doktor hat sie mir empfohlen. Da hatte sie noch gerade irgendwie 100 Zuschauer. Heute habe ich schon gesehen. Hatte sie 400. Die hat wirklich eine Wahnsinnsqualität und ähm, spielt eigene Sachen, spielt äh, Covers, aber mit ihrem eigenen Touch. Und. Ähm, ich gucke nicht viele Musikstreams, weil viele nicht so meinen Geschmack treffen, aber bei ihr bin ich immer sehr, sehr entspannt unterhalten. Nun, dann haben wir die Streamer der Woche an euch rausgegeben. Die können wir euch wärmstens empfehlen. Schaut da mal vorbei. Ja. Eventuell ist das ja was für euch. Oder so. Heute ist eine kurze Version, habe ich das Gefühl. Ne, Wir haben ja doch zweieinhalb ja. Stunden nur heute. Du. Kurz, aber knackig. Kurz, aber knackig. Aber war auch nicht so viel, ist nicht angefallen die letzten zwei Wochen. ne? Muss ich sagen. Es war doch ich recht wenig. Quatschen jetzt. Bitte? Wir müssen noch ganz kurz quatschen, ne? das macht ihr ja easy. Ja, ja, sicher. Gut. Nee, <laughs> war... Schreibst, ja, ja, Schreibst du dir das gerade auf? Das Nichts. Ich bin ganz unauffällig und Dizzy beobachtet das schon die ganze Zeit sehr kritisch. Ähm. Absolut nicht. Okay. Ja, wir quatschen ja. jetzt ja. Ja, ja. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich. Äh, es war ein bisschen kurz heute. Du <laughs> <laughs> schreibst jetzt gerade nicht einen Verabschiedungstext, oder? Was, natürlich nicht. <laughs> <laughs> Die Abschiedsrede habe ich jetzt auf jeden Fall hier am Start. Äh, vielen Dank, dass ihr alle da wart, Leute. Schaut bei äh, den äh, Streamern der Woche vorbei. Die ähm, werden sich sicher freuen. Dankeschön, dass ihr ja. da wart. Vielen Dank, dass ihr uns auf Twitter folgt und auch Na, bei super. Twitch folgt. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass ihr das tut, wenn ihr uns mögt. Äh, dankeschön, dass ihr reingeschaut habt. Viel, viel wichtiger. Äh, falls ihr irgendwas verpasst habt, das werden wir heute zuschneiden. Dann landet das doch irgendwann bei Twitch und dann könnt ihr das Ganze auch noch als Podcast hören. Pff, eigentlich könnt ihr überall, wo ihr wollt, diesen, diesen Plankenschnack nachholen. Äh, vielen Dank an dich, Silzor, dass du da warst. Es hat mich gefreut, ja, mal wieder was mit dir zu machen. Bis demnächst. Jedes Mal. Schön. Bis demnächst. Ja, Therese ist wirklich eine nette. Demnächst. Da solltet ihr, da solltet ihr followen. Das ist eine, das ist eine gute. Ein bisschen bekloppt, aber da musst, du musst dich schon vorwarnen. Nein, das ist eine gute. Ich war mit ihr, ich war mit ihr asiatisch essen. In London. Jo. Es war schön. Ja, es war, es war wirklich schön. Es war schön. Und äh, haben, haben wie sagt man du immer hast. so schön, hier, Cesar? <laughs> peace. Peace, Cesar. Peace. Alrighty, vielen peace. lieben Dank, Leute. Äh, schönen Abend noch und gehabt euch wohl. Es war wunderschön. Cesar, danke schön, dass du da warst. Ähm, kurz war aber knackig. Ich mag das. Ich hab euch lieb. Ich mag diesen blanken Schnack sehr. Ja, ist einfach schön. Ich bin gern mit euch zusammen hier. Ähm, ich wünsche euch einen wundervollen Start in, in die Woche morgen. Ne? Sagt Dankeschön fürs Zusehen und ähm, ja, schaut bei den empfohlenen Streamern vorbei. Und Dankeschön. Von mir auch vielen lieben Dank, Cesar, dass du hier warst. War sehr, sehr so nett. Dankeschön. Die natürlich sind wir das. <laughs> Solange die Kamera läuft. Ja, gleich, ey, hui. Wart ich mal auch. ab. Ähm, Therese man, du sollst nicht immer alle Artikel lesen, bist du bescheuert, oder? <lacht> 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 ähm, Es war mir eine Freude, mal wieder hier zu sein. Danke an alle, die da waren, äh, zugeschaut haben. Danke an alle, die hinter der Kamera natürlich auch mitgewerkelt haben und äh, dieses, äh, diesen Stream zu einem Fest gemacht haben. Es war mir ein inneres Baumwollpflücken und ich hoffe, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiedersehen. Wow. Ich kann das alle so gut. Meine Abschlussreden sind nicht so gut, aber ich wurde ja vorhin dazu ähm überredet, zu zeichnen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder. Die eine oder andere, vielleicht nicht. Ja, da könnte es ein bisschen schwierig werden. Wow. <laughs> gut. wow. Ich habe in der Kürze der Zeit mit Würze ordentlich was aufs Blatt ge-. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so gut. Das ist so gut. Was ja. hat Lara Loft da nur angefangen? Die Kreativität am Ende. Schön. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Vielen, vielen lieben Dank von, äh, also an euch alle drei. Natürlich auch an den Chat, die waren sehr nett. <laughs> Und dann, ja. Wow, das ja, klingt das so, als war. wenn der sonst nicht so nett ist. Nee, manchmal ärgert mich mein Chat. Ja. Ey. Nein, sie sind ganz lieb. Ansage an Chat von Sisor reicht euch zusammen. <laughs> Kann ich Mod haben bei dir? Klar. Kannst du dir auch gerne von Ich habe ein paar Mods über. Kannst du vielleicht der einen oder den anderen? Den, den blau Doggy kann ich dir empfehlen, Ascodon, der ist auch ganz gut. So, Hör von Dörfsen, den, lass sie mal eine Woche da, dann ist Ruhe. Dann <laughs> schreibt aber keiner schreibt mehr. keiner mehr. Ist alles raussortiert Der Doggy kriegt krieg heute Nacht Albträume. Warum? Noch einen Stream, den er, den er modden kann. <laughs> der so, hat ja sonst nichts zu tun. Hast du ihn bei dir zum Mod gemacht? Nee. Ist doch besser Arme. so. Ist doch besser Arme. So. Ist auch besser so. Das geht nicht. Nun winkt in die Kamera für den Screenshot, macht Fotos. Tschüss und wir sehen, mach das doch mal vor die Kamera. Au revoir. Tschüss. <laughs> du musst das vor die Kamera machen, Slappy. Ich habe hier noch was vor die Kamera. <lacht> <lacht> Tschüss Leute, wir sehen uns bis denn.